Seid ihr alle bereit? Auf dem Weg zur Arbeit noch einmal kurz reinlurken? Du verpasst eh nichts, Mariko. Nur Gen 2, Gen 5, Gen 6, Gen 7 Remakes, Legends Arceus, Let's Go Azuril, yep. Carlos Legends Golden Celebi 3 Remake, let's go. Bereit enttäuscht zu werden? Ich kann nicht enttäuscht werden. Bereit für die Enttäuschung des Jahres? Ich meine, sie haben schon öfter geschafft, in 12 Minuten Banger reinzuhauen. Es kann echt sein, dass was Geiles kommt. Aber wir sollten es nicht erwarten. Legend Celebi? Hab nicht mal mitbekommen, dass diese Direct stattfindet, aber ich bin hier, um nichts zu erwarten. Es findet auch keine Direct statt. Es findet die Pokémon Present statt. Hallo Lurky, hallo Happens, hallo Superman, hallo Annika, hallo Hannes, hallo Mariko, hallo Pictulator, hallo JGamer, hallo Frank mit F. Hallo. Hallo Barco. Hallo Maurice. Hallo Mr. Ferrero. Wie lange haben wir noch? 20 Minuten. Was machen wir jetzt 20 Minuten? Nischt. Was ist das? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Hallo Pummeluff. Hallo Ferretti. Ferret. Burma-Dame. Falsch. Das ist auch Fataliccia. Fataliccia. Das ist ein Fataliccia. Warum sind wir so dumm? Ich hätte auch Burma-Dame gesagt, aber es ist ein Fataliccia. Er kennt nicht Fataliccia. Ich habe wirklich null Erwartungen. Im besten Falle vielleicht ein halbwegs nettes Raid-Event für Kapu. Das ist deine Erwartung? Mr. Savage, dankeschön für deinen allerersten Sub. Dankeschön. Jay Gamer, du bist ein Eisendorn. Nur Gen 7 Remake dachte, alle alten Regionen in einem Spiel, schade. Ja, Pokémon Worlds habe ich auch gehört. Pokémon Worlds. Hört auf! Erst nach Minuten irgendwas zur WM, zu Go, zu Kaffee Remix, zu Unite, Rückblick auf 100 Jahre Pokémon, zu Master 6, zu Sleep Event in Cup und 4 Minuten 100 Jahre Pokémon. Ist euch bewusst, dass irgendwann gibt es tatsächlich 100 Jahre Pokémon? Wir sind schon ein Viertel, haben wir schon. Pokémon Ultimate, jetzt für den Game Boy Mini. Das bekommen wir nicht mehr mit. Stimmt. Ihr vielleicht nicht, aber ich werde in den Pokémon-Äther aufgenommen und werde dort alles noch mitbekommen. Aber das werden nur die ultimativen Pokémon-Fans. Oh, Moment. Annika, du bist ein Bluebella, Bluebella. Pictulator, du bist ein Meloetta. Gen 5 bestätigt. Dino Lurky. Du bist ein Pampapuncho. Hannes, du bist ein Glumanda. Oh mein Gott, Gen 1 Remix bestätigt. Mariko, du bist ein Macholo. La Prügelknabe. Und Rarot, du bist ein geiler Furienblitz. Seid ihr bereit für die 5 neuen Pokémon Games? Lucy, du bist ein Sneebunne. Hallo Menemon, hallo Grantelbart, cooler Pulli, dankeschön. Barco, dankeschön, dass du 6 Monate in Advanced abonniert hast. Ist das dein Ernst? Du hast gerade 6x 5 Euro ausgegeben, 4 Euro. Bist du des Wahnsinns? Vielen, vielen Dank für 6 Monate im Advanced Subscriben. Und Eis, Dankeschön für deinen ersten Prime hier. Dankeschön.
Und das war, steht noch nicht da. Menemon mit 5 Monaten, Dankeschön. Ist das nur mein Eindruck oder kam lange kein Shiny mehr bei den Spirits? Stimmt. Stimmt, es kam lange kein Shiny mehr bei den Spirits. Muss ich überprüfen, ob das kaputt ist? Was kann nicht kaputt sein? Alles kann kaputt sein. Lady, du bist ein Affitti. Hallo Terminator. Kurami Kyubi, du bist ein Spider-Gwen. Tiny, du bist ein Ditto. Hallo Anne. Menemon, du bist ein Schlurm. So, jetzt ist 15 Minuten davor. Es gibt wieder keinen Countdown. Warum machen die keine Events mehr? Warum machen die immer nur ein Release von dem Video? Alex, du bist der Schmetbo. Ich habe gestern meine Shinies mal nachgezählt, die ich tatsächlich selber gefangen habe. Und die Antwort wird euch erschrecken. No Superman, du bist ein... Anne, du bist ein Latias. Hallo Anpilon, hallo Mauslo. Marco, du bist ein Archeopteryx. Jetzt reicht's aber. Hallo Superius. Angel, du bist ein Viridion. Und das letzte ist Brownie mit Lamus. War das ein Djinn in Tiergeistform? Nein, das war das einer der Gefährten, der Fasan-Gefährte aus Gen 9. Hallöchen, aber gerne doch, wird mal Zeit für Follow und Sub. Eis, vielen Dank. Maurice, du bist ja schluck die weg. Schluppup, schluppupup. Pummeluk. So, aktualisieren wir alle schon brav die YouTube-Kanäle? Oder hat jemand schon irgendwo einen Link, den ich nicht finde? Jedes Mal sucht man nach dem Kack. Warum können die nicht wie jeder normale Mensch 15 Minuten lang davor das YouTube-Video starten? Hallo Verox. Hallo Muck. Reicht's aber. Mr. Savage, du bist ein ganzes Universum und Verox, du bist ein Zebra. Aber viel wichtiger ist das. Was ist das? Was? Bad Timing. Zurück, Ex. Ich sag... Stolos. Okay. Das ist Aschiki. Okay. Es ist schwerer jetzt. Wer ist der rosa Bär? Pedobär. Eva... Erstmal Marco, dankeschön, dass du No Superman ein Abo geschenkt hast. Dankeschön. Danke, Marco. Und Eva, dankeschön für deinen Stufe 2 Sub. Danke. Und Terminator, dankeschön für 500 Bits. Bin jetzt echt gespannt, wie Leo reagiert, wenn er sieht, dass er doch neue Yoda-Spiele werden. Dann freue ich mich. Das ist ja der Punkt. Ich sag nicht, dass das nicht kommt. Ich sag nur, hört auf, es zu erwarten. Weil ihr werdet nur enttäuscht. Ich werde nicht enttäuscht, ich werde mich freuen. Trotzdem kommt kein Yoto-Remake. Aber Yoto-Spiele, ja, vielleicht.
Es ist mir einfach kackegal, was kommt. Ich war noch nie ein Hype-Mensch. Du hast kein Recht, dich zu freuen. Du hast es nicht erwartet. Genau. Du hast kein Recht, dich zu freuen. Du hast bei den Leaks nicht mitgemacht. Hauptsache neue Pokémon-Spiele. Das allein ist schon viel zu viel Erwartung, Mr. Savage. Wer sagt denn, dass neue Pokémon-Spiele kommen? In 12 Minuten. Hallo, Fast Guy. Ich freu mich auf jede Kleinigkeit, die kommen wird. Yay, Pokémon Sleep. So, Rumi, dankeschön für deinen Prime. Jedes Jahr kommt ein Pokémon-Spiel, also wird es eins kommen. Ja. Aber nicht jetzt. Einen Scheiß kriegen wir. Hoffentlich News zu Palworld. Oh, warte, was war das Geile, was ich gesagt habe? Ah ja, Palworld. Ihr kennt doch den Glitch in Palworld, über den ich auch ein Video gemacht habe. Habe ich aber inzwischen schon längst gelöscht wieder. Dass man diese fetten Bosse fangen kann mit ihrem Trainer auf dem Kopf. Und heute hat Palworld getweetet. Also die haben ein Patch rausgebracht. Warum hast du das gelöscht? Warte doch kurz. Die haben einen Tweet rausgebracht, wo sie gesagt haben, hey, neuer Patch, wir fixen das. Keine Ahnung, halbe Stunde später kommt ein Tweet, upsi, aus Versehen haben wir mit dem Patch unabsichtlich auch gefixt, dass ihr die Bosse inklusive Trainer fangen könnt. Wollt mir nicht, sorry. Also entweder wollten sie es fixen, sie wollen aber nicht zugeben, dass sie es fixen wollten, um niemanden sauer zu machen. Und es ist zufällig passiert, oder was ich wirklich glaube, es ist wirklich zufällig passiert. Was ich aber lustig finde, weil das bedeutet, dass Palworld absichtlich den Glitch jetzt ewig lang drin gelassen hat, weil sie wussten, dass Leuten das gefällt. Ist das nicht cool von denen, dass sie einen Glitch drin lassen? Der ziemlich unnötig war, also er hat das Spiel schon sehr gebrochen. Deswegen, ich hätte nicht erwartet, dass sie den absichtlich drin gelassen haben. Aus Versehen Bugpatchen ist auch was, ja. Denkst du noch an meinen Pokémon-Call? Nee, wo war der? Ich glaub dir kein Wort. Da, vor 5 Minuten, ungeduldiges Stück. Ich hätt's nie gesehen. Pokémon Presents Stream auf Twitch online gegangen, ja? Und hier nicht, oder was? Hier. Offizieller YouTube-Kanal. Es ist da, auch auf YouTube. Was haben wir hier für schöne Sachen? Ein neuer Pokémon Mystery Dungeon Teil wäre cool. Das werden wilde 13 Minuten. Steht schon die Zeit dafür? Nee. Aus den 13 Minuten. 8 Minuten nur? Okay. Oswald, dankeschön für dein Prime. Du hast heute dein Origin Dex Gen 1 Dex fertig bekommen, weil ich dann act mit den Geschlechtern. Ja. Aber freu dich auf Gen 2. Bevor die Karte hier losgeht, Hannes, die Party ist schon längst losgegangen. Ich kann jetzt den Call nicht machen. Ich kann schnell den Call machen, aber wird dich das befriedigen, innerlich und äußerlich? Hallo Miku. Und Lurky hat jetzt auch noch Who Said Pokémon gemacht, weil wir haben ja so viel Zeit. Ich denke, die reden über die Zeit, bis es beginnt. Ach so, stimmt. Es werden gute 13 Minuten und noch bessere Stunden danach. Ja, egal was passiert, wir können uns freuen über die nächsten Tage, wie Leute sich aufregen. Oder freuen und freuen. Hallo, was willst du machen? Ja,
Ja, die Zeit wurde durchgesickert. Die Zeit wurde nicht durchgesickert. Die Zeit hat Pokémon verraten. Das machen sie jedes Mal. Black Devil B, du bist ein Kurelei. Und Farsky, du bist ein Fuchsmagier. Ich habe gar keine Zeit, deinen Call und dein Ding zu machen. Die Leute hören nicht auf, Sachen zu machen. Russack, dankeschön für deinen Prime. Dankeschön, dankeschön. Was willst du machen? Du bist der Fuchs. Hier, hier, Call, was ist das? Leo, ich will ein Kind von dir. Ultra Gilbert, wo bist du? Wer ist Ultra Gilbert? Ich habe es gerade noch gesehen, bevor es verschwindet. Rihorn? Das klingt so neu, finde ich, für Rihorn. Glurak ist es auch nicht. Mauri, hallo. Markus Störmann, dankeschön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Das ist kein Gen 1 Sound, genau sage ich auch. Du bist ein Knilz, Mauri. Welcher Gen? Ich weiß es nicht. Ich mache das mit euch zusammen hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wieso Funk? Tipp? Ich weiß es nicht! Ampharos. Wusstet ihr, dass Glurak und Rihorn den gleichen Sound haben? Yep. So wie Mewtwo und Parasect. Beast, dankeschön für 3 Monate. Klingt steinig. So, wer hat es denn jetzt nochmal eingesetzt? Hannes. Hannes, sag, was es ist. Hast du schon gesagt, was es ist? Hannes, du hast noch gar nicht gesagt, was es ist. Wenn du gerade nicht da bist. Hannes geht gerade sein, wie heißt es? Hätte Geowatz gesagt, aber es klingt tatsächlich nicht so nach Gen 1. Also es sind immer trotzdem die upgedateten Sounds, ne? Also es sind die Sounds aus Gen 8 wahrscheinlich. Aber trotzdem finde ich, dass Gen 1 immer trotzdem anders klingt. Auch wenn sie inzwischen angepasst wurden. Wir schauen, was es ist. 3, 2, 1, rechts unten ist das Bild. Wer hat da am Hirplex gesagt? Lurky hat da am Hirplex gesagt. Warum hast du da am Hirplex gesagt? Du Cheater. Du Cheater. Niemand würde auf die Idee kommen, da am Hirplex zu sagen. Ich habe Hirsch gecallt. Ihr seid doch alle... Was? Wie? Als ob so ein Hirsch klingt. Wenn im Geweih passiert, hallo, lass deinem Hirplex in Ruhe. Gute Frage, aber lass deinem Hirplex in Ruhe. So besser? Ach, deswegen. Ah, ja, ich erinnere mich, warum das ist. Okay. Johto Remake confirmed. Genau! Okay. Und dann hatten wir noch ein... Hallo Mann, Knox. Dann hatten wir noch ein wundervolles, wunderbares... Who said Pokémon? Was ist das? Noch 2 Minuten. Ich sag Visenio. Aber Visenio geht in eine andere Richtung. Hallo Devos. Was ist das? Flunschlick? Nee.
Mollung? Mollung. Dumiesel? Ich glaube, das wäre auch schräger. Siegerzellenform gibt's nicht. Thermopod? Thermopod könnte sein. Ich bleibe bei Visenya, weil ich es gesagt habe, aber Thermopod finde ich jetzt am besten. Es ist! Das meinte ich, das meinte ich. Ich meinte Geradax, nicht Visenya. Ich bin so blöd. Ich meinte Geradax tatsächlich. Ich meinte Geradax, nicht Visenya. Hä, Visenya sieht ganz anders aus. Ich meinte die dünne Wurst. Egal, ihr könnt mich mal. Was ist das? Warum hat das so kleine komische Fäden außenrum? Das ist sowas wie Monozyto wegen Hopspross. Hopspross. Hopspross? Nebulak? Ich sag auch Hopspross. Das ist Ashaloko. Die dünnen Dinger. Ein shiny Shaloko aber. Leute, seid ihr aufgeregt, enttäuscht zu werden? Stand da. Es ist fucking Incognitos aus Gen 2. Halt die Klappe. I'm Ishihara from the Pokemon Company. Hallo Ishihara. Today, February 27 is Pokemon Day. This is the date that the Pokemon Red and Pokemon Green games were first released in Japan. Our adventures with Pokemon, which started with the simple fun of collecting, trading, and battling in the Pokemon Red and Pokemon Green games, have expanded to fit into so many facets of daily life, including walking and sleeping. We'll keep challenging ourselves to create new ways to enjoy Pokemon, and we hope you'll continue your adventures with us. Today, we will be bringing you all the latest news about Pokemon, diverse, including our newest titles. Mr. Utsunomiya, please take it away. Roboter Pikachu. I'm Utsunomiya from the Pokemon Company. Schade. I hope everyone has enjoyed their adventures in the Pokemon Kein Scarlet Gen 2 im Hintergrund. Pokemon Violet games so far. To commemorate Pokemon Day, we've planned a series of Terra Raid battle events where you'll be able to face off against a mighty Venusaur, Blastoise, oh, das Vino, and Charizard. Das Glurak brauche ich noch. Das Glurak brauche ich noch im Luxusball. We hope you will all enjoy yes. these raids. Yes! Today, I'd also like okay. to share the latest updates on a number of our other games. Please have a look at this. Ja, Mann. Ja, Glurak im Raid. Fuck yeah. Let him cook. Go meets Horizonte. A collaboration event with Pokemon Go is on its way. Also, wir kriegen die Skins und die Pokémon nochmal und Kapitänsmütze. It even knows an attack new to Pokemon Go, Bolt Tackle. Und also Gladys. Charcadet, Armor Rouge, and Cerulege are coming too. And Liko and Roy will be dropping in when you snap a pick and go snapshot. So set out on an adventure with your new friends. Jetzt neu bei Togo, Leute, Togo! Togo TV, Pokémon Sleep happens hier für dich.
Wer spielt noch Sleep? Wer ist am Schlafen? Voltilam, Raikou, oha! Drei Raubkatzen werden eingeführt. Ey, was sie sich für Mühe geben für Sleep, oh mein Gott. Eine richtige Cutscene, ey. Das heißt, Sleep muss richtig gut laufen, oder? Wenn sie sich die Mühe machen? Ich schlafe nicht. Raikou. Oh. Nur Raikou? Wie? Ah, okay. Nacheinander. Slow your cats. Es kommen nacheinander, nicht auf einmal. Sleep is for the weak. Master 6. Now I never give up. Roy. Nee, Siegfried. Nee, Roy. Nee, Siegfried. You're the greatest and strongest partner I could ask for. Fight! Man, das ist doch Silber, oder? Ja. Sangria und Silber. Bazinga. Ich glaube, inzwischen haben sie die Reihenfolge raus. Die machen, glaube ich, machen die nicht immer exakt die gleiche Reihenfolge? Go, Masters, Café Remix. Okay, sie machen es aber echt schnell. Wir haben viel Zeit noch. Die Big Dice. Jetzt kann man Gierspenst dort sammeln auch noch. Okay, okay. Jetzt kommt Unite. Yep, Unite, okay. Richtig schön abfrühstücken. Wir sind bei... Ah, das sieht man jetzt nicht genau, wo wir sind, ne? Sechs Minuten. Oder ich kann auf jeden Fall auf die Uhr schauen. Sechs Minuten, ja. Hälfte. Wir sind bei 50%. Aber das war klar. Jetzt kommen noch TCG und Film, sag ich. Neuer Film und TCG. Chillt, es ist nur Gen 1, 2 Musik. Chillt, das heißt gar nichts. Ganz normale Musik. Moving on, please have a look at this video. Türklingel. Die Pokémon-Türklingel. Okay, es ist TCG. Schau, sag ich doch, TCG. Ich habe keine Ahnung, ist das neu oder kann man das, gibt's das schon? Also, dass man sie öffnen kann, ist neu, oder? Pokémon Tinder, nein. Man hat jetzt eigentlich einfach... Wie kriegt man die Packs aber? Wo kriegt man die Packs her? Scannt man seine Karten und hat die dann? Wo kriegt man die Packs her? Mit super viel Skill durch Geld, ja. Erlebnis finde ich jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Aber wo kriegt man die Packs her? Die haben meine Idee geklaut. Das wollte ich mal machen. Ich habe das eine Zeit lang mal gemacht. Egal. Wo kriegt man die Karten her? Einmal am Tag ein Pack. TCG Pocket. Zwei Packs kostenlos täglich.
Oh mein Gott, wird es süchtig machen. Die Leute werden ihr Geld rausschmeißen. Oh mein Gott, es ist wie Genshin Impact, nur ohne Gameplay. Schaut, habt ihr schon euer neues Spiel? Da ist unser neues Spiel. But in a new digital format. The Pokemon Company is developing this game as a three-party collaboration with Creatures Inc., the creators of the Pokemon Trading Card Game, and DNA, our partners in the development of Pokemon Masters EX. To mark the launch of this title, here's a message from Mr. Yuji Kitano, President and CEO of Creatures. Verschwend viel Zeit, noch 4 Minuten. Hello everyone, I'm Yuji Kitano from Creatures Inc. I'd like to start by thanking everyone for enjoying the Pokemon Trading Card Game. With Pokemon Trading Card Game Pocket, we hope to bring you all a new way to enjoy the Pokemon Trading Card Game. So we are hard at work developing digital cards. Der hat bestimmt alle Karten, die es gibt. Der hat bestimmt so Ordner zu Hause mit allen Karten. We strive to please by taking great care with our paper quality, colors. 13 Minuten soll es gehen. Gleich vorbei. Since this game uses mobile eine Sache können Sie noch machen. Eine große Sache können Sie noch verkünden. Alles cool, werde ich bestimmt ausprobieren, aber das ist bestimmt Geldfresser. Das ist so ein süchtig machender Geldfresser. One way we're accomplishing this is with immersive cards, which give players the experience of leaping into the world of the card illustration. What's more, we've developed new streamlined game rules based on our existing battle system, so you can enjoy a quick battle during the free moments in your day. Das heißt, man kriegt 2 Packs am Tag geschenkt und kann mit den Karten sogar kämpfen? Aber wofür gibt's dann noch das andere TCG? We're all working hard to deliver a fun experience for those of you who already enjoy the Pokemon Trading Card Game, as well as those who've never played before. We hope you look forward to the results of our latest efforts in the world of the Pokemon Trading Card Game, Pokemon Trading Card Game. Noch 2 Minuten! Thank you so much. Okay, es kann jetzt noch eine Sache kommen und die wird wahrscheinlich was Großes sein. Irgendwas wird jetzt noch kommen, aber ein Film fehlt. Komisch, dass es noch keinen Film gibt. Wir wissen noch nicht mal wann, dieses Jahr. Ah, das war das, oh Gott. Just one more thing. Ja, da ist es. Okay. We'd like to end today's presentation with one final video for you all. Thank you for tuning in. 2 oder 5? Was sagt ihr? 2 oder 5? Oder was ganz anderes? Bye, Incognito. Ach, Gen 2. Was? Ist das japanisch wahrscheinlich? Sinno? Was steht da? See you? Achso, see you. Okay. Ja, es kommt Gen 2 irgendwas. Das ist zu viel Gen 2 jetzt. USK 0. Das sieht nach Legends Arceus aus. Detektiv Pikachu. Städtischer Umgestaltungsplan? City Skylines für Pokémon? Die Pokémon-Stadt. Es wird eine Pokémon-Stadt geben. Da ist ein Gen 5. Da ist Gen 6. Nix mit Johto. Da ist Paris im Hintergrund? Nee. Da ist Garados, Hippopotas, Emolga. Ist das eine neue Art von Go-Spiel? Städteplaner? Hä? Aber das ist doch... Ist das nicht der Turm von Carlos? Ist das nicht Carlos? Das ist doch Carlos. Illumina City. Städtischer Umgestaltungsplan. Hä? Ich lieb's so sehr, weil niemand, auch nur ansatzweise, hat das vorhergesehen. Ich lieb's so sehr. Erscheint 2025 gleichzeitig weltweit.
Mega. Wir kriegen bestimmt ein Gen 5 Remake. Wir kriegen bestimmt Gen 2 neues Spiel. Boom, Gen 6 Legenden Z mit Mega-Entwicklungen und Sigard. Holy shit. Ich lieb sowas. Fuck, ich hasse diese dummen Leaker und Gerüchtemacher so sehr. Fick die alle so krass. Ich hoffe, das ist ein Beweis für alle, nie wieder diesen dummen Gerüchten zu glauben. Ich lieb's so sehr. Das ist doch das Beste, was uns hätte passieren können. Ich hab's doch gesagt. Ich hab gesagt, es kommt etwas, was wir nicht wissen, das existieren kann. Alter, das ist kein Remake, aber warum Städteplan? Warum Städteplan? Nochmal. Warum Städteplan? What does it mean? So, weiter Palball zocken. Warum Städteplan? Illumina City, das heißt... Aber es sieht auch zukunftsmäßig aus, wegen den ganzen halt Cyber-Ding da. Das heißt, Legenden in der Zukunft anstatt in der Vergangenheit. Aber das beweist, was schon mal was wir nie gedacht hätten, dass sie Legenden weiterführen. Dass Legenden eine Reihe ist. Weil das sieht alles zukünftig aus, aber im Endeffekt ist es 1:1 die Stadt halt. Es ist 1:1 Illumina City, sieht nichts neuer aus. Vielleicht haben sie sich diesmal gedacht, wir zeigen lieber kein Gameplay. Aber 2025, ja. Vielleicht ist es für die Switch 2, ja, yes, also ja. Vielleicht ist es für die Switch 2, aber... Warum Städteplaner? Vielleicht ist es einfach der Aufhänger vom Trailer, Städteplaner, und es hat nichts mit der Story zu tun. Oder, beziehungsweise im... Das ist so geil. Diese Idioten. Gott, ich hasse alle, die dumme Leaks verbreitet haben so sehr. Was mir gerade einfällt, Gen 6 war die einzige Region, die keine Spezialfortsetzung hatten. Ja. Ja. Das mit der Mega-Entwicklung ist auch geil. Aber es kann auch sein, dass es quasi, weil in Arceus waren wir, wir mussten den Pokédex erschaffen. Wir waren die Ersten, die einen Pokédex erschaffen haben. Vielleicht sind wir hier die Ersten, die eine Stadt für Pokémon bauen müssen. Also, oder eine Stadt bauen müssen, in der Pokémon und Menschen zusammenleben können. Ich weiß nicht die Lore von Illumina City. Was ist denn die Lore von Illumina City? Dann könnte man jetzt mehr sagen. Nee, ich würde nicht mal Zukunft sagen. Es hat, glaube ich, nichts mit Zukunft zu tun, weil nichts hier sieht futuristisch aus, außer der Grafikstil. Aber der Grafikstil ist einfach, was ich gut finde, einfach, du weißt nicht, was kommen wird. Und deswegen ist es sehr offen gehalten, der Grafikstil. Es sieht da einfach cool aus. Aber ich glaube, es hat nichts mit futuristisch zu tun. Weil dafür sieht nichts futuristisch aus. Es ist einfach die Stadt mit den Gebäuden. Oder sah der Turm anders aus? Aber wir bekommen Furfru. Vielleicht. Quaffuff ohne Go, ja. Aber dann hätte doch der Turm nicht stehen dürfen. Nee, Vergangenheit ist es auch nicht. Es kann Zukunft sein. Und du weißt nicht, ob der Turm nicht auch schon in der Vergangenheit stand. Aber es ist nicht Vergangenheit. Das sieht ja alles nicht alt aus. Aber Z ist halt schon so... Ist es dann Z-Alpha eigentlich? Oder ist es nur das Symbol für den Turm wahrscheinlich? Erscheint 2025 weltweit gleichzeitig. Was bedeutet das? Wir müssen uns das Englische anschauen. Die Deutschen haben wieder alles falsch übersetzt, sage ich. Releasing simultaneously worldwide 2025. Dieses gleichzeitig. Achso, die meinen einfach nur, dass es. Aber das ist doch inzwischen Standard, dass ein Spiel auf weltweit veröffentlicht wird. Was ich mir auch vorstellen könnte,
Das ist jetzt aber sehr weit hergeholt. Uhrzeit, aber Uhrzeit ist seit 10 Jahren Normalität, dass es zur gleichen Uhrzeit veröffentlicht. Was ist, wenn die damit meinen, dass es für die Switch und für die Switch 2 rauskommt? Weit hergeholt. Aber vielleicht sind das 2 Spiele. Dann würden da 2 Spiele sein. Nee, vielleicht ist es einfach nur komisch übersetzt aus dem Japanischen. Oder vielleicht meinen sie wirklich die Uhrzeit. Aber das ist Normalität inzwischen. Warum sollte... So als ob so in für Europa kommt es 2 Wochen später raus. So, nee. So nichts Besonderes mehr. Aber es ist ein Jahr hin. Aber jetzt bin ich traurig, weil wir haben keinen Gen 1 bis 3 gekriegt. Ash Quajutsu war aber Gen 7. Das ist Gen 6. Aber kann sein. 2025 und wir wissen noch nicht mal, wann 2025. Aber geil, oder? Wie sie hier Incognito machen und alle so, oh, Gen 2. Machen die das absichtlich? Machen die absichtlich Incognitos rein, um alle richtig abzufucken? Geil. Aber heißt das, dass dieses Jahr das erste Jahr ohne neues Pokémon-Spiel wird? Warum? Wir sind im Februar. Wir sind im Februar. Die können im Sommer ein Spiel verkünden, was dann 1 Monat später rauskommt. Ich hoffe auch, dass es Absicht war mit Incognitos. Lass uns ein bisschen mehr Zeit. Das ist ein, glaube ich, also es ist schon ein Main-Game, aber es ist natürlich nicht Gen 10. Und ich glaube, mit Legends Arceus haben sie sich auch Zeit gelassen. Die lassen sich allgemein, glaube ich, für Spiele Zeit, außer für Mainline-Spiele. Was heißt Zeit lassen? Also, das ist trotzdem immer zu schnell, aber... Weißt du, Detektiv Pikachu kam noch 3 Monate nach Verkündung. Ja, Snap kann 1 Monat nach Verkündung. Mystery Dungeon kam, glaube ich, auch 1 Monat nach Verkündung. Gen 2 hättest du gerne auf der Switch gehabt. Tja. Dann musst du noch länger warten. Wenn die Switch 2 wirklich auf 2025 verschoben wird und die nächste Gen nicht mehr für die Switch geplant ist, dann kann es ja nur nächstes Jahr kommen. Hat irgendjemand Lore zu diesem Turm? Weil es geht um den Turm und ich schätze, wir sind diesmal kein Erschaffer des Pokédex, sondern Städteplaner tatsächlich. Wir planen diese Stadt und eventuell planen wir sie in der Vergangenheit. Das kann sein, warte mal, na klar, weil das hier sind Baupläne. Wir planen die in der Vergangenheit. Wir bauen diese Stadt auf. Natürlich, hä? Es ist ein Vergangenheitsspiel. Deswegen sind es Baupläne. Nur wir planen die Stadt und im Spielverlauf bauen wir diese Stadt auf. Mithilfe von Pokémon, mithilfe von Sigard. Nur wir wissen halt schon, wie sie aussehen wird, weil wir Gen 6 kennen. Aber dass sie einfach zu Gen 6 springen, ist so geil. Das beweist noch mehr, dass wir nichts mehr kalkulieren können. Und das ist auch so viel cooler, dass wir es nicht kalkulieren können. Weil logischer wäre Gen 5 Remake gewesen, inklusive Legends Q-Rem oder was auch immer, ne? Das wäre die normale Abfolge gewesen. Aber nein, fuck it, wir gehen zu Gen 6 und machen Z. Oh Gott, ich bin so glücklich. Aber ich bin noch nicht mal glücklich wegen dem Spiel, keine Ahnung, ob das gut wird. Ich bin glücklich, weil all die Idioten es einfach, weil alles wurde einfach dagegen bewiesen. Ich lieb's. Gen 5 wäre nicht die normale Abwehrfolge gewesen. Ist doch kackegal. Nichts ist mehr eine normale Abfolge. Alles ist durcheinander jetzt. Und versucht jetzt nicht irgendwo da eine Logik reinzubringen, dass sie jetzt Legends Z machen. Vielleicht ZA wegen AZ? Nein, ZA wegen Z. XYZ und das andere ist der Turm, das ist kein A. Komm nicht mit diesem komischen schwarzen Flabébé. Ich meine, vielleicht ist es im Spiel, aber wir wissen es nicht. So, was sagt Twitter zu diesem großartigen
A bis Z. Z bis A, wenn dann. Stimmt doch gar nicht. Muss ja nicht sein, dass die Leaks falsch sind, nur weil jetzt noch nichts angekündigt wurde. Doch, weil die Gerüchte gesagt haben, es geht immer um die Pokémon Presents. Ah, warte mal, Q hat vorhin was gepostet. Das möchte ich jetzt wissen, ob das irgendeinen Sinn ergibt, was er da gepostet hat. Hä? Du fandest es eine echte Enttäuschung? Dann hast du keine Ahnung von Pokémon. Idiot. Nicht du. Der andere Idiot. Du fandest es eine echte Enttäuschung. Warum? Das meine ich eben. Warum seid ihr enttäuscht von einer komplett neuen Verkündung? Oder nicht ihr, du. Warum bist du enttäuscht von einer komplett neuen Verkündung von einem Pokémon-Spiel? Einem neuen Spiel, was niemand vorhersehen konnte? Du bist enttäuscht. Warum bist du enttäuscht? Weil du einfach die Erwartung hattest, dass Gen 2 Remakes kommen oder Gen 5 Remakes kommen. Du dich seit Wochen reingesteigert hast und gedacht hast, Pokémon muss das machen, weil alle es wollen. Nein, Pokémon macht was Geileres, nehmen was komplett anderes. Ever Pokémon Legends Z. Z? Z? Wie geil. Wie geil. Und Megas sind back. Eben alle wollen Megas zurückhaben und da habt ihr sie zurück. Niemand kann sich über diese Direct beschweren. Das Pokémon-Ding ist auch ganz cool. Das TCG-Ding ist auch ganz cool. Wo war das am Anfang? Wo war das eigentlich? War das ganz am Anfang? Das war ganz am Anfang. Was steht hier? Shiny Locked. Bisaflor. Ja, einfach nichts Besonderes, oder? Dieser Fließtext on, das ist so geil, dieser Sternchentext. Gott, wie gut. Hoffe auch, dass es Shinies gibt und Home-kompatibel. Klar, das ist ein Pokémon Legends Spiel. Was das bedeuten sollte, keine Ahnung. Typisch. Aber wie soll diese Häuser zu der Story aus PLA passen? Warum soll die Story was mit PLA zu tun haben? Hat jemals schon mal ein Pokémon-Spiel mit einem anderen Pokémon-Spiel was zu tun gehabt? Klar, irgendwo manchmal so ein bisschen lore-technisch im Hintergrund und vielleicht hier und da. Aber was hat denn Gen 4 und Gen 5 miteinander zu tun? Was hat Gen 9 und Gen 8 miteinander zu tun? Warum soll denn Legends Arceus und Legends Z miteinander was zu tun haben? Das ist einfach eine neue Reihe. Und da wir jetzt einen zweiten Teil kriegen, ist es quasi... Heißt es, wir kriegen eine neue Reihe für Legends, was mega geil ist, weil Legends ist mein Lieblingsspiel. Ich find's komisch, dass sie keinen Film verkündet haben. Weil ein Film ist komisch, dass es noch keinen Trailer gibt oder so. Saki, hallo, dankeschön für deinen Raid. Bin enttäuscht, dass wirklich nichts zu Gen 2 gekommen ist. Das liegt daran, weil du was erwartet hast. Warum erwartest du auch etwas? Ich bin null enttäuscht, ich bin nur euphorisch. Dass ein geiles Spiel kommt in einem Jahr, übrigens in einem Jahr, und dass all die Leute diese dummen Gerüchte verbreitet haben, es bewiesen wurde, dass sie Bullshit labern. Ich liebe es so sehr. Es war die beste Presents ever. Nur deswegen. Ich guck gerade, ob irgendwelche lustigen Tweets sind. Was meinst du mit lustigen Tweets happens? Ich sehe nichts. Ich sehe nur komische Sachen. Die nehmen jetzt alle schön ihre Videos runter. Ja. Man soll sie nicht davonkommen lassen. Ich sehe gar nichts. Hä, warum kriege ich keine News dazu? Ah, doch hier. Ja. Serebi updatet die Seite und alles.
Glaubst du, bis dahin hast du den Origin Dex fertig? Ja, den Origin Dex mache ich dieses Jahr fertig. Ja, das System von Legends war ja, dass wir aus der Zukunft kamen und die Pokémon-Welt erforschten, um den ersten Pokédex zu machen und am Ende gegen Gott kämpfen. Und jetzt sollen wir Häuser bauen? Was hat Häuser bauen mit Legends oder Pokémon zu tun? Wissen wir noch nicht. Wir wissen nicht, ob wir Häuser bauen. Wir werden halt das Zentrum von Kanto. Wir sind halt wahrscheinlich der Architekt von der zentralen Stadt von Kanto. Von Kalos. Was ein sehr cooles Konzept ist, finde ich. Ich finde es nur schade, dass dieses Jahr kein Game mehr rauskommt, nur die kleinen Spiele was Neues bekommen. Aber auf Z freue ich mich. Warum glaubst du, dass dieses Jahr kein Pokémon-Spiel mehr rauskommt? Wir haben Februar. In 3 Monaten oder 2 Monaten gibt es wieder eine Präsenz und dann wird vielleicht Schwarz-Weiß Remake angekündigt. Oder Gen 2 Spiel. Oder Gen 1 bis 3 auf der Switch. Oder Gen 10. Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben Februar. Der Pokémon Presents, der Pokémon-Tag ist nicht dafür da, um das ganze Jahr abzufrühstücken. Es ist nur dafür da, um zu zelebrieren, dass Pokémon ein Jahr älter geworden ist. Wisst ihr, wie die ersten Pokémon Days aussahen? Bilder. Nicht mal Videos hatten die. Einfach nur so Bilder. So, yay, happy, happy Pokémon Day. Gen 5 und 7 werden nie Remakes bekommen, weil die schon einen zweiten Teil haben. Das ist Quatsch. Was ist dann mit BDSP? Hat Platin nie für dich existiert? Oder Oras? Hallo Chef, wir hatten gewettet, habe gesagt, ein neues Legend kommt und du so wette 20 Subs dagegen. Was bekomme ich jetzt von dir? Hatten wir das wirklich gesagt? Ich erinnere mich, also ich habe kein Problem damit, aber ich erinnere mich nur an eine Wette, dass ich 50 Subs spende, wenn ein Let's Go Spiel kommt. Und irgendjemand hatte gesagt, ich weiß nicht mehr. Du bekommst gar nichts von mir, wenn, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr daran, wenn, dann schenke ich einfach 20 Subs. Aber ich erinnere mich nicht dran, das ernsthaft gesagt zu haben, Arthur. Aber kann ich gleich machen. Ich gucke nur irgendwelche News an, aber es kommen keine. Mir werden keine News reingespült hier. Dafür bräuchst du jetzt einen Beweisclip. Haha. Zigart kriegt eine Hochhausform. Oh, geil. Wahrscheinlich werden nach Legends Z alle Pokémon auf der Switch sein, aber vielleicht schon vorher. Dieses Jahr bekommt sicher auch noch ein Spiel. Legends Z hat dann auf jeden... Ah ja doch, da sind die Affen... Ne, die Affen sind nicht bewiesen, dass die da sein werden, aber wahrscheinlich werden die Affen da sein. Haben wir Affen im Trailer gesehen? Sind hier Affen? Also hier ist auf jeden Fall Quaffaff. Sehr, sehr gut. Weil die Affen sind Gen 5, die müssen nicht hier in Gen 6 drin sein. Aber lustig auch zu denken, überall sind Quaffaffs übrigens. Hier ist ein Quaffaff, da war ein Quaffaff, die ganzen Quaffaff-Formen sind zu sehen. Aber ich sehe keine Affen, weil die Affen sind Gen 5, sie müssen nicht hier reingepackt werden. Vielleicht machen sie die Geschichte mit Azelf und sowas, klar. Eine Gelegenheit. Aber auch hier erwartet nicht, dass wir jetzt in einem Jahr das schwarze Fluett fangen können. Vielleicht machen sie das nicht. Also hier waren sau viele. Hier ist zum Beispiel ein grünes Quaffaff. Hier ist auch ein Quaffaff. Aber ich habe keinen Affen gesehen. Das hier hinten könnten halt alles Mögliche sein. Evoli, Knofensa. Was ist das? Was ist das? Ach, Pandrago? Was ist das? Ach Gott. Es geht so schnell. Neue Megasteine wären Pork.
Wäre lore-technisch keinen Sinn ergeben. Doch, du kannst ja Megasteine machen, die kaputt gehen. Und dann haben wir sie in der Zukunft nicht gehabt. Klar kannst du es machen. Bin mir sicher, dass sie Mega-Entwicklung reintun, die es noch nicht gab. Hier ist noch ein Quaffaff. Was soll das da sein? Ist das ein Arcani? Keine Ahnung. Schwer zu erkennen, was manche sind. Ist das ein Taubos eigentlich? Warum nehmen sie da... Was ist das? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Das muss ein Taubos sein, oder? Oh, Taubos oder ein Tauboga. Warum nehmen die hier Tauboga? Hä? Was ist das? Datiri? Das ist viel zu groß. Ah, doch, es sind Datiri. Ihr habt recht, es sind Datiri. Okay. Datiri, das am Anfang vom Spiel in Gen 6 rumfliegt. Die Affen gab es, glaube ich, im Wald. Also schön, aber... Das ist ein anderes Spiel. Ja, die Inkognito-Trolls waren mega. Ich hoffe so, dass es absichtliche Trolls waren. Ich hoffe so sehr. Für all die Gerüchteküche. Bin gespannt, ob es ganz Kalos wird oder mal ausschließlich in der Stadt selbst. Ich meine, wenn sie der Rezeptur treu bleiben, dann werden es wieder Instanzen sein. Dann werden es einfach wieder Instanzen sein mit den verschiedenen Gebieten, die an Kalos erinnern. Also mein Twitter ist leer. Niemand freut sich oder regt sich auf. Ich finde, wir sollten jetzt alle Leute an den Pranger stellen. Warum werden Leute nie an den Pranger gestellt bei sowas? Überall werden Leute ständig an den Pranger gestellt, aber nie bei Pokémon. Bin zwiegespalten. Warum, Stabilo? Ich hoffe, dass es so wie bei Arceus wird, weil Open World ist kacke. Ich will Instanzen wie in Legends Arceus. Warum braucht man Open World? Was ist der große Vorteil von Open World? Keine Ladebildschirme zwischendrin? Wenn das System schnell genug ist, dann sind die Ladebildschirme in einer Sekunde weg. Keiner kann sich über einen Ladebildschirm von einer Sekunde beschweren. Ich habe lieber einen Ladebildschirm von 3, 4, 5, 10 Sekunden als ein Glitchfest und Ruckelfest wie in Karmesin und Purpur. Kein Game dieses Jahr. Ist das neue Ding, über das ich mich jetzt die nächsten Wochen aufregen muss, dass Leute sagen, dass dieses Jahr kein Pokémon-Spiel rauskommt? Stabilo! Wieso sollte dieses Jahr kein Pokémon-Spiel rauskommen? Es ist Februar! Die Pokémon Presents ist einfach nur, der Pokémon Day zelebriert den heutigen Tag und coolerweise macht Pokémon dazu ein paar Trailer. Das heißt nicht, dass den Rest des Jahres Pokémon einfach abgeschalten wird. Ich darf doch wohl noch Wünsche äußern. Das ist nicht das Problem. Du denkst, dass kein Spiel mehr dieses Jahr kommt. Natürlich kommt dieses Jahr noch ein Pokémon-Spiel. Vielleicht sogar zwei. Weil es ist Pokémon. Und außerdem, selbst wenn kein Pokémon-Spiel mehr kommt, wäre das gut, weil das würde endlich mal bedeuten, dass die Game Freaks und Creators, Kreaturen-Inks, endlich sich mal Zeit lassen würden mit Sachen. Aber keine Angst, dieses Jahr wird noch ein Pokémon-Spiel kommen. Es wird kein Gen 10 kommen, aber vielleicht ein Remaster von irgendwas, ein Remake von irgendwas. Und wenn, also jetzt haben wir Z gekriegt. Stellt euch vor, dieses Jahr kommt noch Gray. Nein, aber das wäre cool. Virtuelle Konsole Gen 1 bis 3, das werden die nicht vorher groß als Event ankündigen? Doch. Doch. Let's go, Yoto lebt? Nein! Nein!
Ich glaube, Z wird für die Switch 2 rauskommen. Oder für beide. Deswegen steht da am Ende simultaneously. Du sagst, dass dieses Jahr keins mehr kommt wegen der Switch. Gegenbeweis oder Gegenargument dagegen wäre, dass Pokémon sich noch nie an den Release von Konsolen gehalten hat. Im Gegenteil, die haben immer noch 3DS-Spiele rausgebracht für Pokémon, obwohl die Switch schon draußen war. Sie hätten Ultra Sonne und Ultra Mond für die Switch rausbringen können, haben es aber nicht gemacht. Pokémon hinkt immer hinterher. Deswegen, wenn die Switch 2 kommt, ich kann mir sogar vorstellen, ich hoffe es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die Switch zum Beispiel an Weihnachten kommen würde, würde Pokémon Legends Z trotzdem für die Switch kommen. Gen 1 bis 3 könnte aber auch in der Nintendo Direct angekündigt werden. Könnte, würden sie aber nicht tun, weil das lässt sich Pokémon nicht entgehen. Pokémon wird da ein Riesending draus machen aus Gen 1 bis 3 und nicht einfach nur Shadow droppen im NSO Store. Dafür sind die Spiele zu wichtig. Das kannst du mit Stadium machen und TCG, aber nicht mit den Hauptspielen. Kann passieren, aber ich glaube nicht. Das wird eine eigene Collection. Es wäre auch ziemlich dumm, ein Spiel für eine Konsole anzukündigen, die selbst noch nicht offiziell angekündigt ist. Du meinst so wie Breath of the Wild und Switch? Natürlich könnte Legends Z für die Switch 2 rauskommen. Aber halt zusätzlich, wenn dann. Spricht doch nichts dagegen, wenn die Switch 2 kommt, zu sagen, und es kommt sogar mit Legends Z. Hallo Maverick. Aber Breath of the Wild wurde ursprünglich für die Wii U entwickelt. Ja, ja, ich sage ja auch nichts anderes. Ich sage ja, Legends Arceus, Legends Z ist ein Switch-Spiel. Das heißt aber nicht, dass es, wenn sie jetzt tatsächlich die Switch 2 Ende des Jahres verkünden, kann trotzdem Legends Z auch für die Switch 2 rauskommen. Das schließt es ja nicht aus, sage ich nur. Natürlich ist Legends Z für die Switch entwickelt. Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass die Switch 2 dieses Jahr noch rauskommt. Aber muss nicht sein. Die Switch 2 wird wahrscheinlich abwärtskompatibel sein, deswegen kommt es sowieso für die Switch 2 raus. Auch schön wäre es halt, wenn die da so auch so Patches rausbringen, die es dann besser laufen lassen und so. Wenn, if. Warum sehe ich null News zu dieser Legends-Sache? Das macht mich traurig. Hat jemand... Was war das? Was wollte ich sagen? Hat jemand gesehen, es ist von Game Freak gewesen, ne? Der Trailer hatte Game Freak Logo am Anfang. Ja, da ist ein Game Freak Logo. Okay. Ich sehe vieles. Mein Twitter zeigt mir nichts. Mein Twitter zeigt mir nichts. Twitter ist aber auch blöd geworden. Ich gehe mal auf Folge ich. Ich sehe nur Posts. Legends Z-A, A-Z. Heißt es denn jetzt... Heißt es wirklich Z-A? Ich dachte, es ist einfach nur der Turm. Ich dachte, es ist einfach nur ein Logo. Heißt es wirklich Z-A? Alle schreiben Z-A. Ist es bestätigt? Gibt es schon eine Website? Pokémon Legends Z-A, ein Wikipedia-Eintrag. What the fuck? Da steht auch ZA. Auch ZA finde ich aber einen schlechteren Titel als einfach nur Z. Serie B sagt auch ZA wahrscheinlich, oder?
Danke für den Link. Pokémon Legenden ZA. Der ambitionierte neue Titel wird im Jahr 2025 weltweit gleichzeitig erscheinen. Dieses weltweit gleichzeitig erscheinen macht mich fertig. Das ist so dumm geschrieben, als ob das was Besonderes wäre. Das ist, wie sich Final Fantasy VII damit brüstet, dass das neue Spiel auf zwei DVDs rauskommt. Damit kann man nicht mehr angeben. Dich erwartet ein neues Abenteuer in Illumina City, wo ein städtischer Umgestaltungsplan umgesetzt wird. Die Stadt soll so zu einem Ort werden, der sowohl für Menschen als auch für Pokémon ein Zuhause ist. Wir hoffen, ihr freut euch schon drauf. Ja. Es heißt tatsächlich ZA. Okay. Aber A ist der Turm trotzdem. Ich glaube... Das heißt, es ist die Frage, ob wir in der Vergangenheit wieder sind. Weil vielleicht ist es einfach eine alte Stadt und die wird erneuert von uns, sodass wir dann die bauen, wie wir sie aus Gen 6 kennen. Oder wir befinden uns in der Gen 6 Zeit und machen sie moderner. Aber ich fände es cooler, wenn es Vergangenheit ist und wir bauen die Stadt auf. Du denkst sofort an Sigard? Ja, natürlich. Natürlich, deswegen ist das Z auch wie ein Sigard. Natürlich. Natürlich wird es um Sigard gehen. Aber wenn Leute sagen Z-A, Azelf, nein, nicht Azelf. Wie heißt der Typ halt? Wenn wir in der Vergangenheit sind, sind wir dann während dem Krieg, der damals war, beziehungsweise danach und müssen die Stadt wieder aufbauen. Ja, vielleicht. Das fände ich cooler. Weil es von der Vergangenheit in die Zukunft geht, statt A bis Z. Ich fände das Z minus A bis A auch komisch. Aber ja, vielleicht. Vielleicht gehen wir in die Vergangenheit. Vielleicht arbeiten wir uns auch zurück von... Ja doch, Z ist dann das Ende. Aber Z ist auch das Ende und wir gehen zum Anfang. AZ, genau. Hallo Andi. Hallo Lex. Vielleicht ist es sponsert bei Amazon. Aber dann wäre es A bis Z. Stell dir vor, eine Storyline mit dem Dude und dem coolen Floette. Ja, aber erwartet es nicht. Das, eigentlich müssen sie das machen. Aber vielleicht, eigentlich müssen sie es echt machen. Oder ein Vorfahre von ihm oder er. Diesen Pokémon-Krieg-Thema aufarbeiten, ja, und für Legends wäre das auch typisch, also. Weil Legends Arceus war ja auch schon eher düster und so. Wie wir aus der Stadt verstoßen werden, die ganze Welt am Untergehen ist. Vielleicht bekommen sie sogar hin, dass man die Quaffa-Form ändern kann, ohne dass sie verloren gehen, ja. Oder es geht einfach nur um die Erforschung der Mega-Entwicklung. Ja. Das auch. Quasi, in Legends war es, wir müssen den Pokédex aufbauen, hier müssen wir eine Stadt aufbauen. In Legends war es, wir werden von Gott beauftragt. Hier sind wir einfach da. Ich glaube nicht, dass wir... Vielleicht reisen wir wieder in die Vergangenheit zurück und sind... Vielleicht sind wir ein Johto-Mensch, der in die Vergangenheit zurückgeschickt wird. Aber vielleicht ist es auch einfach... Vielleicht sind wir auch einfach ein Mensch, der in Carlos steht. Wie wird Carlos heißen? Wird Carlos Carlos heißen? Oder wird es Kisui heißen? Im deutschen Newsletter steht auch Z bis A. Ich finde es komisch. Ich dachte, das heißt einfach nur Z minus. Und das A ist das Logo vom Turm. Aber gut, Z bis A. Aber wir nennen es Legends Z, oder? Wir sagen nicht jedes Mal Legends Z bis A. Das klingt sehr dumm. Aber wir haben uns auch an Karmesin gewöhnt. Wir sind dabei, Illumina City aufzubauen. Ja, aber die Region muss trotzdem einen Namen haben. Vielleicht heißt es einfach Carlos, ja. Carlos. Wir werden es in einem Jahr erfahren. So die Frage. Vielleicht April? Nächstes Jahr? Gott, es ist noch so lang hin.
Wer weiß, ob ich dann überhaupt noch streame oder am Leben bin. Ein Jahr ist so lang. Auf jeden Fall war das das Beste, was uns hätte passieren können, finde ich. Das ist das Coolste ever, was sie... Also, vor allem so... Fick auf all die dummen Leaker. Hat irgendjemand auf 4chan das vorausgesehen? War irgendjemand ever dabei, dem niemanden geglaubt hat, der das vorhergesehen hat? Pokémon Legends Z. So geil. Nicht einer. So echt... Zumindest keiner, den ich gesehen habe. Vielleicht war irgendwo in den Tiefen von... Müsste man jetzt eigentlich nachschauen, ob irgendjemand, dem man tatsächlich Glauben schenken kann, irgendwas gesagt hat. Gestern bei Twitter. Wer hat gestern bei Twitter Pokémon Legends Z gesagt? Boah, wie meine Oma. Ja, ich werd alt. Ist aber ein Spiel, oder? Wissen wir nicht, aber wahrscheinlich, ja. Machst du gerade eine Analyse? Keine Ahnung. Wer sagt, dass Arceus uns nicht wieder in die Vergangenheit schickt? Es ist ja nicht nur für Sinnoh zuständig. Ja, stimmt. Arceus könnte uns wieder schicken. Ich meine Legends Arceus und jetzt ist es Legends Z. Vielleicht ist es wirklich Legends Sigard. Aber Sigard ist kein... Keine Ahnung, ich finde, das wäre komisch. Ich meine, es wird um Sigard gehen. Aber ich glaube nicht, dass Sigard irgendwie Kontakt zu uns aufnimmt oder so. Das wäre komisch, oder? Weil es ist doch von Menschen gemacht, oder? DNA. Denkst du, es kommen ein paar Paradox-Megas? Paradox-Megas? Paradox ist Gen 9, also Karmesin und Purpur. Ich glaube nicht, dass hier Paradox, du meinst einfach Formen. Es wird bestimmt Formen geben und neue Mega-Formen, aber auch ein Paradox. Paradox ist ein anderes Spiel. Kann sein, aber nee, warum? Warum Paradox? Denke, Spiel in der Zukunft, weil es so futuristisch aussieht? Nee, Spiel in der Vergangenheit. Weil es sieht nämlich nicht futuristisch aus. Das hier sieht nicht futuristisch aus, wie du siehst. Das hier. Und das hier ist einfach nur eine Visualisierung vom Bauplan. Wir tauchen in den Bauplan ein. Der Bauplan besteht einfach aus Linien. Das sieht nicht futuristisch aus. Also ich weiß, was du meinst. So haben wir auch zuerst gesagt. Aber wenn du genau drüber nachdenkst, dann ist es nicht futuristisch, sondern es ist einfach nur ein blau aussehender Grafikstil. Und das sind einfach nur die Bleistiftlinien, die jemand zieht, um die Stadt zu malen. Wir müssen nämlich diese Stadt aufbauen. Wie es hier unten steht. Die Stadt soll zu seinem Ort werden, der sowohl für Menschen als auch für Pokémon ein Zuhause ist. Wir hoffen, ihr freut euch schon drauf. Und da dieser Ort in Gen 6 schon ein Ort für Menschen und Pokémon ist, werden wir wahrscheinlich derjenige, der Architekt sein, der die Stadt aufbaut damals, sodass sie aussieht wie in Gen 6. Ein Blueprint halt, genau, ist ein Blueprint. Sorry, tut mir leid, unverschämt. Wie kannst du nur? Mach mal beide Pläne auf, Carlos jetzt und Carlos im Trailer. How? Illuminati. Gibt es da irgendeine Map, die... Es gibt keine Map. Es gibt keine Map nur von der Stadt. Ah, doch hier. Aber das ist auch nicht sehr geil. Es gibt das hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die waren doch schon davor da, oder? Die Kreise sind nicht wirklich da. Ich glaube, das ist aus dem Anime, oder?
Hier sind schon die fünf Dinger. Hier sind diese fünf Türme. Und das ist dieses Ding da. Centrico Plaza. Auf PokéWiki werden die einzelnen Stadtteile gezeigt. Nö. Schematisch, aber wir brauchen ein Bild. Ah, hier. Nee, trotzdem. Es ist eindeutig die gleiche Stadt. Natürlich. Es ist auch der gleiche Turm. Es ist eindeutig die exakt gleiche Stadt. Und da das der Bauplan ist, bauen wir diese Stadt auf. Wir bauen nicht eine neue, wir bauen diese Stadt auf. Das heißt, sie sind in der Vergangenheit und bauen Illumina City auf. Weil sie vom Krieg zerstört wurde. Ja, du kannst da im Kreis fahren. Ist halt... Ja. Jep. Dieses Game ist der Proof dafür, auf gar keinen Fall irgendwelchen Gerüchten zu vertrauen. Deswegen ist das meine absolute Lieblings-Pokémon-Presents ever. Also doch kein Black and White Remake, sondern Z, why not? Z ist kein Remake, aber Black and White Remake kann trotzdem Ende des Jahres kommen. Aber eben alle Cognito-Texte, die ich gesehen habe, übersetzt Pokémon Presents und See You, wie langweilig. Ja, so einfach nur, um uns zu verarschen, dass alle sagen Gen 2. Wie lange werden sie wohl diesmal brauchen, um es mit Home kompatibel zu machen? Ich weiß nicht mehr, wie es bei Legends Arceus war. Ich glaube, da waren es ein paar Monate. Was auch Sinn macht, es müssen Monate dazwischen liegen, damit die Leute nicht von Anfang an ihre stärksten Pokémon einfach reintun können. Aber halt ein Jahr ist halt übertrieben. Ja, der Sound. Was für ein Sound eigentlich? Was ist das hier? Ist auch so interessant, finde ich. Ist mir sofort aufgefallen, dieses... Ich meine, das allein ist ja auch die Schrift von damals und alles, das alte Stück Papier, aber das hier oben ist interessant. Dieses Logo ist... Kennen wir dieses Logo? Ist das irgendein Logo von Carlos? Aus irgendeinem... Weiß nicht. Hatten wir das irgendwo mal? Dieses Logo, weil das ist bestimmt quasi das Architekturbüro, für das wir arbeiten. Eigentlich hätte jemand hier schon sagen müssen, Frankreich! Frankreich! Da war wieder das Logo. Das ist einfach das Logo wahrscheinlich so wie der Forschungstrupp. Das ist ja jetzt der Architekturtrupp. Ja, es wird cool. Da, das ist was, auf was wir uns freuen können, oder? Habe ich genug Zeit, um meinen Origin Dex fertig zu machen? Ich glaube trotzdem, dass in der nächsten Pokémon Presents wird irgendwas Neues kommen. Das war's nicht. Dieses Jahr kommt noch irgendwas. Team Galactic? Aber das sah nicht so aus, oder? Das ist aber kein Celebi. Mi. Carlos grenzt an Paldea, also warum nicht auch Paradox-Pokémon in Form von Regionalformen? Ja, aber dann musst du die ganze Story verknüpfen, dann musst du sagen so, hey, da gibt's eine Zone 0 und da können Pokémon aus der Vergangenheit und Zukunft rüberkommen und jetzt sind die in Carlos, wo wir 1000 Jahre vorher sind, um den Krieg, warum denn?
Ich meine, wir werden neue Pokémon-Formen kriegen. Es müssen doch keine Paradox sein. Dafür mache ich extra Pinkelpause. Kein Geschmack. Die drei Affen bekommen eine Mega-Entwicklung. Mega Libeldra. Wenn, dann glaube ich ein Gen 6 Pokémon als Mega, oder? Warum mache ich Z bis A? Z für Sigard, A für der Anfang. Wir gehen nicht von A bis Z, sondern wir fangen am Ende an und bauen die Stadt auf, die wir kennen, also gehen wir nach A. Wir gehen rückwärts. Ich glaube auch, dass irgendein Spin-off noch kommt. Ich würde noch nicht mal ausschließen, dass Schwarz und Weiß Remake kommt. Ich kann es mir trotzdem vorstellen, dass ein Schwarz und Weiß Remake kommt. Aber mindestens irgendein Spin-off, Remaster, irgendwas. Mega Viscogon? Ah, wir haben schon so viele Viscogons. Mega Fiaro wäre krass, ja. Ist es überhaupt offiziell, dass Kalos an Paldea grenzt? Schwierig zu sagen, weil zum einen bezieht sich ja Pokémon offiziell darauf, dass zum Beispiel Paldea Spanien ist. Alles sagen die ja. Das ist ja nicht nur etwas, was wir sagen, so, oh mein Gott, das sieht aus wie Spanien. Die sagen ja, angelehnt an Spanien. Ja, deswegen, und wenn sie das sagen, muss auch Kalos neben Spanien liegen. Also es steht, glaube ich, nirgends, dass Kalos und Paldea nebeneinander liegen. Aber die Konsequenz aus allem, was sie gesagt haben, ist, sollte das eigentlich sein. Jetzt kommt wie bei PLA und BDSP ein XY-Remake dazu. Ich meine, Gen 5 war super unerfolgreich. Ich weiß nicht, ob Gen 6 so erfolgreicher war. Aber es wäre krass, wenn sie Gen 5 überspringen werden. Es gibt bestimmt jetzt Leute, die sagen, oh mein Gott, sie werden Gen 5 überspringen, sie machen ein Remake für Gen 6. Dann müssen wir uns auch wieder in den Kopf greifen. Ja, Typ mit Brot, ich liebe es auch. Ich liebe es. Elegant die Problematik mit BW und BW2 umgegangen. Ach, wir machen einfach gar keine Remakes. Scheiß auf alle Lügen-Leaker. Keine Leaker, es sind alles nur Gerüchte, aber die sagen halt Leaks. Wir machen direkt einen Capo-Remaster für die Switch. Was ist, wenn ZA ein Nachfolger wie in Black and White 2 wird, also eher in der Zukunft? Dann macht's keinen Sinn, dass die Story ist, Illumina City aufzubauen. Also, nein. Und Architekturpläne sehen auch nicht so alt aus. Also, es würde mich sehr wundern, wenn sie jetzt auf einmal sagen, das ist ein Zukunftsspiel. Alles zeigt auf Vergangenheit. Es macht nur Sinn, dass es Vergangenheit ist. Vor allem hast du in Kalos auch noch die Geschichte parat dafür. In Hisui oder in Sinnoh hatten wir noch nicht mal eine Geschichte parat. Das haben die jetzt komplett dazu gedichtet alles. Wie Team Galactic sich geformt hat und sowas. Aber in Kalos hast du ja anscheinend die ganze Geschichte mit die Vorgeschichte. Und die können sie aufgreifen. Das wäre sehr komisch, wenn das nicht Vergangenheit wäre. Der futuristische Stil ist aber auch sehr interesting. Wo ist der, was? Ich weiß, ich habe am Anfang auch gesagt, futuristischer Stil, aber welcher futuristische Stil?
Blueprint. Das ist einfach nur ein Grafikstil von, wir tauchen in den Blueprint ein und düsen da herum. Das ist nichts von wegen hier Technik, LEDs. Sondern wir tauchen in den Blueprint ein, der eindeutig einfach Illumina City ist. Das ist kein Brett, das ist meine Tastatur. Machst du das Brett her? Game Freak konnte wahrscheinlich die Grafik nicht teasen, weil sie so viel Angst haben, dass es wieder so ein Reinfall wird wie mit Legends Arceus. Legends Arceus ist schneller rausgekommen als das jetzt. Das ist erst in einem Jahr. Das heißt, das Spiel hat wahrscheinlich noch nicht mal eine Grafik. Nee, wahrscheinlich schon, aber ich wäre auch nicht mehr so dumm und würde es zeigen, dass es hier nur nach hinten losgegangen. Die Sinnoh-Kriege wurden ja nicht mal behandelt im PLA. Ich weiß gar nicht, gab es Kriege? Die Chance auf Eternal Flat ist da. Ja. Die Hoffnung ist da. Das heißt nicht, dass sie es machen, aber Flat könnte kommen. Will haben, weil schwarze Blume. Ich will keine Tron-Optik. Genau, das war übrigens... Ich meine, da stand da irgendwas von nicht echte Spielgrafik? Hallo? Da steht nicht Finished Gameplay Graphics oder Cutscene. Das ist einfach... Das ist es. Das ganze Spiel ist blau. Pokémon haben keine Augen. Ja, die ganze Präsenz war auch cool. Aufgebaut. Ich fand gut, dass sie wirklich so kapitelmäßig durchgegangen sind diesmal. In der gleichen Reihenfolge. Das können sie jetzt gerne mal jedes Mal so machen. Einfach also Event, Go, Sleep, X, Unite und dann neue Sachen. Warum diese Pokémon? Bekommen diese eine Mega-Entwicklung? Was? Welche Pokémon? Die im Trailer zu sehen sind? Das sind halt einfach Pokémon. Du bist alle 50 da. Man hat so viele Pokémon gesehen. Da kannst du nicht drauf schließen, welches was ist. Das Einzige, was wirklich klar ist, dass Quaffaff mit all seinen Formen da sein wird. Vielleicht bekommt Quaffaff eine Vergangenheitsform. Ah, das TCG Pocket ist auch cool. Ist aber komisch, dass sie dafür noch gar keinen Release haben. Dass sie das so früh sagen. It's been 3000 years. Vielleicht ist das Spiel 3000 Jahre, aber 3000 Jahre steht diese Stadt doch noch nicht, oder? Also 3000 Jahre? Warum ist Azelf so alt? Warum sage ich immer Azelf? Vor 3000 Jahren sah noch keine Stadt so aus. Caligo, hä, was meinst du? Das ist das jetzige Kalos. Wir bauen das jetzige Kalos auf. Aber ja, okay, das meinst du. 3000 Jahre sind es wahrscheinlich nicht. Aber wenn... Ich weiß nicht mehr, wie war die Story? Der findet sein Floet wieder nach 3000 Jahren? Kann nicht sein. War das die Story? Er wurde mit ewigem Leben verflucht. Aber sein Floet auch? Heißt das eigentlich Legenden ZA? Z bis A, ja. Z-A, Z-A. Flat ist doch im Krieg gefallen, hat's wiederbelebt. Beide leben unendlich lang. Das heißt, wenn wir die beiden ins Spiel kriegen, entweder ist das Spiel
entweder ist das hier 3000 Jahre her, was wir hier spielen. Und wir spielen vor 3000 Jahren, was ein bisschen zu lang ist, um diese Stadt schon so aussehen zu lassen. Oder wir sind, keine Ahnung, 500 Jahre, 300 Jahre, 1000 Jahre vorher. Und wir werden die beiden zusammen auch nicht treffen. Wenn, dann werden wir einen von den beiden treffen oder unabhängig voneinander die beiden treffen. Weil wenn die sich seit 3000 Jahren nicht gesehen haben, dann können wir sie da nicht sehen. Man kann das Glurak nicht wieder fangen. Ernsthaft? Aber das macht nichts, dann mache ich es mit einem anderen Speicherstand. Hast du diese Pokémon bereits gefangen, kannst du sie für die Dauer des Events weiter in Terror Race gegen antreten. Ja, wenn du das Glurak schon gefangen hast, kannst du es nicht nochmal fangen. Ist ja bei jedem Titan so. Nicht erneut fangen. Steht für Glurak nochmal extra dabei. Ja. Aber das ist ja logisch. In XY gab es Forschungen zur Mega-Entwicklung und wurde in Oras weitergeführt und Rayquaza hat laut Story in der Delta-Episode die eine Mega-Entwicklung gemacht und der Typ hat die Mega-Entwicklung beobachtet. Okay. Ja, ich finde auch, man kann jetzt davon ausgehen, dass Legends eine neue Reihe ist. Ich meine, zwei Spiele macht eine Reihe, oder? Von wann war das erste Glurak-Event? Noch bevor das Spiel draußen war. Also Kamezin und Popo hat mit dem Glurak-Event gestartet. Legenden-Set hat dich überrascht. Das hat jeden überrascht. Und das meinte ich. Ich habe gesagt, wird irgendwas kommen, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, kommen könnte. Hallo, Better Call Me Nick. Okay, was machen wir jetzt? Ich find's so toll. Ich find's auch so toll. Warum hat Sakura mich getaggt bei dem... Also calling it now, Zoe Yu will be the name of the Kalos region, like Hisui was the new name of the Sinnoh. Ah. Zoe Yu. Aber Zoe Yu. Das heißt halt See You. Die Inkognitos können halt nicht buchstabieren. Deswegen waren die Inkognitos falsch angeordnet. Bin aber kein Freund von der Spielmechanik in Legends. Dann hast du keinen Geschmack. Aber ist okay. Das hatte ich vorhin angemerkt, den Tweet. Ah. Aber das ist einfach nur ein Anagramm für See You. Du musst nur ein paar Buchstaben austauschen und heißt es See You. Weil Zoe Yu ist kein schöner Name für eine Region. Das können sie nicht machen. Kann man ja eigentlich aussprechen. Zoe Yu. Je mehr Kommentare ich gerade lese. Wo liest du diese Kommentare? Ich möchte mich auch ergötzen an den Tränen der Hoffnungs, der verlöschenden Hoffnung. Ah, ich werde das alles später sehen und ach ja. Hashtag Pokémon Presents. So funktioniert das also.
oder CU sollte eine zweite Present ankündigen? Das ist Quatsch. Natürlich gibt es eine weitere Present. Das CU heißt einfach Tschüss, see you. Da braucht man nichts reininterpretieren. Das ist einfach Tschüss, see you. Natürlich gibt es eine weitere Present. They deadass said fuck Gen 5. Ja, Pokémon hat sich hingesetzt und hat sich gesagt, alle wollen Gen 5, also machen wir es nicht. Genau das haben sie gemacht. Wegen der doppelte Majora's Mask Virtua 164 Headbang Better 98 Jamie Raven. Ich denke, dass Legend Z ein Lückenfüller ist. Nein, das ist ein eigenes, großes, fettes Spiel. Gott, regen die sich die Leute auf. Aber auch positiv. Zoe Yu heißt aus dem Japanischen übersetzt wegen den Beilagen. Ja, das haben sie sicher gemeint. Das haben sie sicher gemeint, anstatt einfach See You zu meinen. Im Gegensatz zu Legend Arceus sieht ZA aber sehr futuristisch aus. Nein, tut's nicht! Guck genau hin, tut's nicht! Nix sieht futuristisch aus. Das ist ein Blueprint von einer Architekturplan-Ding. Nix ist futuristisch. Das sieht höchstens so aus, wie Carlos jetzt aussieht. Aber der Plan ist sogar alt. Der Plan sieht sehr alt aus. Sehe nichts Interessantes. Aber da waren doch Laser-Quaff-Waff. Okay, wenn du findest, dass das Laser-Quaff-Waffs waren, dann muss das ja heißen, dass das Spiel in der Zukunft spielt. Obwohl davor ein Bauplan zu sehen war, der eindeutig alt ist. Does this look like the past to you? It's in the future, bro. Nein, ich guck gar nicht weiter. Ich reg mich jetzt nicht drüber auf, dass Leute wirklich denken, dass es in der Zukunft spielt. Wie willst du eine Stadt aufbauen, die jetzt schon existiert in der Zukunft? Trailer analysieren. Haben wir schon dreimal gemacht. Ash Quajutsu ist Gen 7! Danke an deinen Blutdruck. Ich mach nur Spaß. Natürlich kann es in der Zukunft sein, obwohl der Bauplan eindeutig aus der Vergangenheit ist und die Musik Vergangenheit ist. Ich reg mich nicht weiter auf, reg dich weiter auf. Ja, freuen wir uns doch über die ganzen Shiny Locks. In LZA. LZA. Legends Z. Ich erwarte ein neues Abenteuer in Illumina City, wo ein städtischer Umgestaltungsplan umgesetzt wird. Die Stadt soll so zu einem Ort werden, der sowohl für Menschen als auch für Pokémon ein Zuhause ist. Wir hoffen, ihr freut euch schon drauf. Ich meine, vielleicht ist es auch ein City Skylines. Wir sind Gott und bauen eine Stadt. Und das ist dann der Ultra-Gong, der Ultra-Troll von Pokémon. Wir kriegen einfach so ein Real-Time-Strategy-Aufbauspiel wie Skyline oder Age of Empires. Ich weiß, was ihr meint mit, da steht Umgestaltungsplan. Aber ich finde es halt komisch. Die Stadt ist jetzt schon für Pokémon ein Zuhause. Warum? Das muss damals sein. Die Stadt steht
und muss umgestaltet werden, weil sie zum Beispiel kaputt gegangen ist. Und sie muss so, wird dann so gebaut, dass Pokémon und Menschen zusammen dort leben können. Weil der Plan, der dargestellt wird, ist das jetzige Kalos. Illumina City. Der Plan, der dargestellt wird, ist das jetzige Illumina City. Dann würde Illumina City doch futuristisch aussehen. Tut's nicht. Nix sieht hier futuristisch aus. Gleicher Turm, gleiche Gebäude, gleiches Wasser, gleiche Stellen, alles. Wir haben es gerade überprüft. Es ist alles exakt gleich. Die Wege sind gleich. Das hier sind keine futuristischen Stühle. Keine fliegenden Autos. Nix. Das ist einfach nur die Stadt, der Turm. Exakt so sieht Kalos heute aus. Natürlich ist es in der Vergangenheit und wir bauen die Stadt auf, die wir dann in Gen 6 gespielt haben. Exakt so sieht die Stadt aus. Laserquaffaff. Oh mein Gott, die Zukunft ist hier. Wir haben Laserquaffaff. Kann auch gar nicht sein, dass es einfach nur Blueprint ist und einfach nur blaue Bleistiftzeichnungen. Laser. Ja, das ist, ich meine, heutzutage macht jeder Architekt noch seine Pläne auf so einem Papier und mit altertümlicher Schrift. Das Logo ist aber interessant. Ob das irgendwo schon mal vorkam in Kalos, dieses Sternlogo hier. Statt Terrakristallisierung Laserform. Sie bauen einen Todesstern. Vielleicht kann man gut und böse werden. Man baut ein Illumina City, wo man Pokémon versklavt und das andere ist nett. Andersrum, wo die Menschen versklavt werden. Weil in der Vergangenheit soll es spielen. Laut meinen exakten Informationen, die ich natürlich weiß und die aus einer sicheren Quelle sind, mindestens ein Jahr in der Vergangenheit. Hallo Sophie. Könnte das Logo was mit der ultimativen Waffe zu tun haben? Ich weiß es nicht. Ich habe Gen 6 erst einmal gespielt. Aber zum Glück muss ich ja den Origin Dex noch weitermachen. Das heißt, ich werde Kalos im Detail gespielt haben, bis das hier rauskommt. Boom. Maximal 11 Monate geht's in der Vergangenheit zurück. Ich meine, Stadt zu bauen geht relativ schnell. Ich meine, vielleicht ist es in der Zukunft. Ich fände es nur super unlogisch, wenn es in der Zukunft ist. Weil dann hätten die hier den Plan aufgezeichnet vom jetzigen. Ich fände es komisch. Aber ja, das hier sieht futuristisch aus. Das Logo. Es sieht auf jeden Fall futuristischer aus als das Legends Arceus Logo, was halt mit diesem Schweif da so war. Es geht um Sigard. Ich fände es unspektakulär. Ich auch. Sie können so viel machen mit der Geschichte. Warum sollte ein Spiel, das Legenden heißt, in der Zukunft sein? Auch das zum Beispiel. Ich finde, Pokémon Legenden heißt, man berichtet über die alten Legenden, die in dem Ort, die in der Region stattgefunden haben. Ich finde allgemein, die Reihe ist eine Vergangenheitsreise. Gegenwart kann sein, weil ein guter Punkt ist halt, dass die Zeichnungen hier, da sind Menschen drauf. Und die Menschen sehen relativ normal aus. Und allein die Stadt, wie Kalos, wie Illumina City aussieht, ist ja relativ, keine Ahnung, wann wurde Paris gebaut? Ist auch lange her, aber nicht tausende von Jahren. Deswegen, es muss auf jeden Fall, es kann nicht so weit in der Vergangenheit zurück sein, dass es jetzt irgendwie Strohhäuser sind natürlich. Oder halt so Häuser wie in Legends Arceus. Aber es ist halt so weit in der Vergangenheit zurück, dass du anfängst, diesen Style an Gebäuden zu bauen, was halt französische Gebäude sind. Europäische, französische Gebäude.
aus Steinen. Was trotzdem 500 Jahre zurückliegen kann. Aber der Turm ist halt krass. Der Turm ist sehr futuristisch, auch heute noch. Das heißt, so weit in der Vergangenheit kann es wirklich nicht spielen. Aber ich finde nur Vergangenheit logisch. Zukunft finde ich nicht logisch, weil dafür sieht es hier alles zu jetzt aus. Aber die sind jetzt auch nicht so detailliert, die Personen hier, dass man sagen könnte, oh ja, der trägt eine Baseball-Cap, also muss es 2020 sein. Maybe haben sie bewusst so wenig gezeigt, weil sich so oft beschwert wurde, dass immer zu viel in Trailern gezeigt wurde. Ja, ich finde sowas viel cooler. Stellt euch vor, die hätten jetzt wieder dieses schreckliche Gameplay wie in Legends Arceus gezeigt, wo wir uns nur über die Framerate lustig machen können. Wann kommen die Gen 1 Raids? Mittwoch, 28. Februar. Morgen. Warum morgen? Ist es nicht immer Freitag, Samstag, Sonntag gewesen? Jetzt geht's bis von Mittwoch bis Dienstag? Okay. Hey, Bisa Floor, von Mittwoch bis Dienstag. Was die Lore zu Zigard? Weiß ich nicht. Ich bin kein Lore-Mensch. Nice Oberteil. Danke. War ich schon super lang. Ich dachte mir, heute ziehe ich extra das an, wenn so ein spezieller Tag ist, ne? Lebel kommt zurück. War Lebel in Gen 6 schon, oder? Oder war der erst wieder in Gen 7? Hallo Henriette. Ah, aber okay, ich bin schon mal froh, dass kein Gen 1 bis 3 und kein Gen 5 angekündigt wurde. Dann kann ich jetzt weitermachen mit meinem Gen 4 Origin Text. Ich muss nicht auf einmal... Ich hatte nämlich schon vor, weil ich war relativ doch ganz sicher, dass vielleicht Gen 1 bis 3 angekündigt wird. Und da habe ich mir schon ausgemalt, wie ich jetzt mir so einen fetten Plan machen muss, was für Videos ich jetzt alles machen kann über Gen 1 bis 3 auf der Switch. Aber so kann ich an meinem wunderschönen Gen 4 Video weitermachen. Wollt ihr das Skript sehen? Ich scroll nur durch, ich lese nichts vor. Aber das hier ist das Gen 4 Origin Dex Skript und ich scroll mal so ein bisschen. Ich habe es gestern durchgelesen, laut, so wie ich es vortragen würde, und es hat eine Stunde 15 Minuten gedauert, bis ich das Video fertig vorgelesen hatte. 22 Seiten. Einfach nur Text runtergeschrieben. Und das Vorlesen hat über eine Stunde gedauert. Das heißt, mit Gameplay einfügen, mit Effekten reinmachen und sowas wird das Video locker eine Stunde 20 gehen. Und ich hoffe, ich krieg's noch vor. Also ich hoffe, ich krieg's in 2 Wochen fertig. Morgen werde ich's aufnehmen. Morgen nehme ich's auf. Das Aufnehmen wird wahrscheinlich schon 4 Stunden dauern und dann werde ich daran zwei Wochen lang schneiden, wahrscheinlich jeden Tag. Ich überlege wirklich, ob ich die Streams pausiere in der Zeit, um schneller fertig zu werden. Weil ich muss eigentlich schneller fertig werden. Aber ich... Mal gucken. Mal gucken, wie viel... Weil meistens, wenn ich so 3 Stunden, 4 Stunden konzentriert was mache, bin ich fertig und dann muss ich irgendwas anderes machen. Wie lang ist ein Doktorarbeiten? Müssen viel länger sein. Aber meine Bachelorarbeit war, glaube ich... Wobei, doch, meine Bachelorarbeit war schon länger. Muss doch sein. Aber wie viele Wörter sind das? Warte mal. Wo kann ich das schauen? Wörter zählen. 9800 Wörter. Ist das viel? 56.000 Zeichen. Ist 9800 Wörter viel? Wusstet ihr, ein kleiner Fakt? Man sagt ja immer, dass zum Beispiel Spanisch oder Italienisch eine sehr schnelle Sprache ist. Aber tatsächlich, wenn man alle Sprachen nimmt und den Durchschnitt anschaut, braucht man in jeder Sprache gleich lange, um eine Information rüberzubringen. Die schnellen Sprachen haben meistens viel mehr Füllwörter und viel mehr kurze Wörter drin, sodass es schneller klingt, aber im Endeffekt brauchst du genauso lang, um eine Information rüberzubringen, wie wenn du es jetzt zum Beispiel auf Deutsch sagen würdest. Das fand ich interessant. Aber man denkt echt, dass
Dadurch, dass jetzt ein Spanier so schnell redet, kriegt er auch Informationen schneller rüber, aber ist anscheinend nicht so. Naja. Mehr Hype auf das Video als das neue Spiel. Das Video wird gut. Ich habe ein paar lustige Sachen eingebaut und interessante Sachen. Es gab in Gen 4 echt so unfassbar viele interessante Sachen. Gen 3 mochte ich als Spiel lieber, aber Gen 4 hatte die cooleren, besonderen Gimmicks, verschiedene Sachen. 15.700 sagt ein Mann am Tag durchschnittlich. Dann darf ich nach dem Video kein Wort mehr sagen. Es gibt Doktorarbeiten, die nur 3 Seiten sind, echt? Ich dachte, da gibt's schon irgendein Wortding. Ich auch, Leon. Meinst du, es wird neue Mega-Entwicklungen in ZA geben oder eher neue Regionalformen? Beides. Warum nicht? Warum sollten sie nicht Mega-Entwicklungen neu machen und auch neue Sachen? Hallo Nico. Keine Feuer-Pokémon waren ein Gimmick? Yep, auch das kommt im Video vor. Aber das Interessante ist, dass Ignatz, der Top 4, Feuer-Top 4, hat nur 2 Feuer-Pokémon, Galoppa und Panferno, in Diamant und Perl. Aber dann in Platin haben sie ihm 6 Feuer-Pokémon gegeben. Warum konnten sie ihm nicht schon vorher 6 Feuer-Pokémon geben? Warum haben die den in Diamant und Perl so schlecht behandelt? Dachten die, das ist cool, dass... Ich meine, er ist, glaube ich, schwerer dadurch, dass er nicht nur Feuer hat. Aber eigentlich ist Platin allgemein schwerer. Nee. Schade, kein 7 Remake. Stimmt. Hab mich so gefreut. Danke für den Stream. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Miss Minko, bye. Was wir jetzt noch machen können... Ich würde gerne endlich das Video von Nokimon mit euch anschauen. Ich habe vorhin auch wieder fürs Shiny Quiz ein paar Sachen gebaut. Und naja. Ich fand es schwierig. Es geht 34 Minuten. Ich will eigentlich nur die Frames anschauen. Ich werde das Video noch komplett anschauen und ihr solltet das Video auch komplett anschauen. Ah, wobei, ich finde es eigentlich komisch, auf das Video zu reagieren. Vor allem, es geht. Entweder muss man das Video komplett anschauen, was 35 Minuten ist, was viel zu lang ist. Und nur die Frames rausnehmen, finde ich auch komisch. Tut mir leid, wir lassen das. Ich laber Quatsch. Du hast es schon durch, lohnt sich? Ja, ich werde es auch noch anschauen. Nur ich will das nicht komplett mit euch anschauen. Wenn, dann will ich nur mit euch zusammen testen, ob wir es wissen. Aber es ist auch komisch, nur Frames von dem Video anschauen. Oh, das war jetzt viel zu viel Aufregung. Oh, so viel Aufregung für nix. Es wurde ja nichts verkündet, außer ein großartiges Spiel. Das großartig wird. Du hast ja auch den GB Operator geholt. Manchmal, wenn ich die Edition in Gameboy tue, steht da Spielstand beschädigt. War das bei dir auch? Spielstand beschädigt steht da bei mir nicht. Aber sehr oft geht das Spiel halt nicht. Das liegt aber allein daran, dass dein Spiel wahrscheinlich sehr alt und zerkratzt ist und dreckig ist. Ich muss auch sehr oft, wenn ich den GB Operator nicht die ganze Zeit benutze, was ich gar nicht mehr mache. Also wenn du ihn nicht die ganze Zeit benutzt, musst du... Naja, du musst einfach ständig dein Spiel sauber machen. Mach dein Spiel einmal gescheit sauber. Mach den GB Operator vielleicht auch nochmal einmal sauber. Und gescheit sauber heißt wirklich mit 100%igem Alkohol. Ibuprofen. Nein, wie heißt das? Ibupropofol? Nee, wie heißt das? Isopropyl. Isopropyl. Isopropofol. Propofol ist nichts gut. Mach es sauber gescheit.
Und dann geht das. Du kannst auch reinpusten. Aber reinpusten ist halt auf Dauer schlecht. Isopropanol, genau. Gib Aspirin einfach rein. Wenn dein GB-Operator Probleme mit dem Spiel hat, heißt es, dein Spiel ist dreckig. Es kann auch sein, weil die Spiele sind ja alt, dass die Pins locker sind. Es kann so viel sein mit diesen alten Spielen. Am GB-Operator liegt es nicht. Aber all diese Pins da drin können halt sich leicht verschieben oder dreckig sein, zerkratzt sein. Deswegen einfach sauber machen. Aber eigentlich sind die Spiele unkaputtbar. Die können nur kaputt gehen, wenn du wirklich willst. So, ich glaube, apropos Legends Arceus. Ich mache jetzt ein bisschen weiter, meinen Simsalat zu finden. Einfach Propangas nehmen, genau. Halte mich. ja. Steht das jetzt schon hier? Noch nicht. Early Gameplay Legends Arceus A bis Z. Okay. Wären da Leute böse? Ich weiß jetzt, warum ihr gestern diesen krassen Sound-Schock von mir bekommen habt. Das ist eigentlich sehr logisch. Ich habe das nur nicht gedacht, dass das eigentlich sollte es nicht, aber naja. Da ich ja die GameCube viermal habe, habt ihr viermal den Sound gehört. Warum auch immer ihr das nie sonst gehört hattet und gestern auf einmal schon, aber ihr habt einfach viermal die GameCubes gleichzeitig gehört, deswegen war der Sound viermal lauter. Also er wirkte viermal lauter. Und deswegen, ich habe es dann später, als ich das Video hochgeladen habe, auf das Archiv, Leute, wenn ihr meine VODs anschauen wollt, die Streams, die ihr verpasst, Leos Archiv, YouTube-Kanal. Und da habe ich dann gehört, so, wow, okay. Aber es war wirklich, es war einfach, weil vier GameCubes gleichzeitig Boom gemacht haben. Hast du einen Tipp zum Amphaxon Gen 4? Ja. Kauf das Spiel dreimal. Nasy, was ist denn dein Problem beim Amphaxon in Gen 4? Kennst du eine vertrauensvolle Website, wo man Nintendo DS kaufen kann? eBay. Also nee, ich kenne nix. Ich nehme immer eBay. Ich habe nichts anderes. Weiß nicht. Was ist dein Problem mit Mamfaxo? Wo bist du? Was machst du? Was ist deine Taktik im Moment? Ich finde das Rebuy ziemlich cool. Kenne ich nicht. Er taucht bei den Honigbäumen nicht auf. Und weißt du schon, wie Mamfaxo funktioniert? Okay, aber was ist deine Taktik bisher? Wie suchst du Mamfaxo? Ich will nicht von A bis Z anfangen, weil dann rede ich eine halbe Stunde über Mamfaxo. Ich muss wissen, was du bereits weißt. Ich mache aber ein BDSP mit Schambolzen, geht schnell, hab schon eins. Okay. Killer Plauze, dankeschön für dein Prime. Danke, danke.
Ich verzweifle beim Versuch, meine Secret ID ins Mark zu finden, komplett. Warum willst du die unbedingt? Und an was scheiterst du? Schmiere immer alle Bäume und laufe sie dann nach ein paar Stunden ab. Ein paar Stunden ist kein gutes Zeit. Da ist Mamfaxo, ich habe eins. Also. Mamfaxo in Gen 4. Ich mache gerade das Gen 4 Video. Das heißt, wenn du 2 Wochen warten kannst, kannst du dir einfach das Video anschauen, weil da zeige ich, wie ich Mamfaxo geholt habe. Bei mir hat Mamfaxo 1 Monat gedauert. Ich habe 1 Monat jeden Tag 4-mal Mamfaxo gecheckt. Und ich wusste, wo Mamfaxo ist, in welchem Baum. Und ich habe 1 Monat gebraucht, jeden Tag habe ich 4 Bäume gecheckt. Also stell dich auf so eine Zeit drauf ein. Das kann so lange dauern. Vielleicht hatte ich Pech. Vielleicht hast du mehr Glück. Vielleicht hast du aber auch mehr Pech. Es ist Mamfaxo in Gen 4 ist ein sehr, 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 sehr. Ich warte schon lange auf das Video. Ich weiß. Mamfaxo ist sehr schwierig. Erstmal alle paar Stunden 6 Stunden. Wenn du Honig an deinen Baum schmierst, nach 6 Stunden ist ein Pokémon in diesem Baum. Nach 24 Stunden ist das Pokémon wieder weg. Das heißt, du kannst dir einen Wecker stellen und alle 6 Stunden den Baum checken. Oder die Bäume checken. Und dann wieder alle einschmieren. 6 Stunden wieder alle checken, einschmieren. Nach 6 Stunden wieder alle checken. Also kannst du es alle 6 Stunden machen. Oh, oh, oh. Oh, Alpha Albras. Denkst du, man kann Eternal Flight bekommen? Woher soll ich das wissen? Ich bin auch nicht fertig, Nelsi. Also, wenn du es komplett legit machen willst, dann läufst du alle 6 Stunden alle Bäume ab. Oh, ich weiß nicht mehr, wer ist. Dann läufst du alle 6 Stunden alle Bäume ab. Gott, ich hasse Alphas. Dann läufst du alle 6 Stunden alle Bäume ab und machst das so lang, bis du Mamfaxo findest in einem der Bäume. Mamfaxo kann nur zu 1% in 4 Bäumen drin sein. Ich dachte nur, ich mach's falsch. Nee, aber dir muss bewusst sein, wie unfassbar selten Mamfaxo ist. Es gibt 21 Bäume, 4 davon haben Mamfaxo. Es ist von vornherein bestimmt, welche 4 Bäume Mamfaxo haben. Und diese 4 Bäume haben Mamfaxo auch nur zu 1%. Das heißt, selbst wenn du vor dem richtigen Baum stehst, im Schnitt musst du erstmal 100 Tage vergehen lassen, also 100 Mal den Baum schütteln, bis ein Mamfaxo überhaupt rauskommt. 1 zu 100, 1%. Aber zum Glück gibt es wie immer das Internet. Du kannst hier deine OT eingeben und die Website sagt dir, in welchen 2 Bäumen Mamfaxo drin sitzt. Wenn du das machen willst. Kann natürlich sein, dass du das nicht machen willst. Aber selbst mit dem Wissen, dass Mamfaxo in diesen 2 Bäumen drin ist, habe ich 1 Monat gebraucht. Ist bei einem Origin Dex Breeding nicht erlaubt? Ich finde es langweilig zu breeden. Für den Origin Dex. Weil beim Origin Dex geht es darum, dass ich das Spiel so erlebe und die Challenges so quasi schaffe, wie es damals halt einem gegeben wurde. Und außerdem Relaxo gibt es nicht im Spiel.
Man könnte sich ein Relaxo aus Feuerrot und Blattgrün hochtauschen auf Gen 4 und dann das natürlich breeden. Und so einen Mumfuck zu kriegen. Aber wie langweilig ist das denn? Ist doch viel cooler rauszufinden, wie man Mumfuck so bekommt. Also schau auf die Website, gib deine OT ein und dann weißt du, in welchen zwei Bäumen Mumfuck so 100% drin ist. Und dann stellst du dich davor und du wechselst zwischen den Bäumen alle 6 Stunden die ganze Zeit hin und her. Und Honig 6 Stunden vergehen lassen, 2 Bäume checken, Honig 6 Stunden vergehen lassen, 2 Bäume checken. Und hoffst, dass die 1% bzw. dann 2% tatsächlich passieren. Hannes, dankeschön, dass du einen Sub geschenkt hast. Hi, wann kommt das neue Pokémon-Quiz auf YouTube als ganzes Video? Gar nicht. Warum sollte das kommen? Ausrufezeichen Archiv, da ist das ganze Video. Deine Regi-Stil. GG. So, Olli, ich möchte einen legit Shiny Starter zu Anfang. Legit, sagst du? Also, ja. Klar könnte ich cheaten, aber hätte es gerne legit. Dein RNG-Video habe ich mehrfach gesehen. Also mein RNG-Video bringt dir dann nichts dafür. Wenn du legit einen Starter haben möchtest, dann musst du das resetten stundenlang. Wenn du RNG-Manipulation machen willst, dann weiß ich nicht, wie das geht in Gen, also mit den Startern, keine Ahnung. Aber wenn du deine Secret ID brauchst, dann musst du den Pommeglitch machen. Was ist das Problem beim Pommeglitch? Was schaffst du nicht? Hallo Thorax. Hallo Spike. So viele Abracadabras und Simsala gefunden, aber keins ist das Richtige. Hallo McBosley. Zwei Chancen. Dass ich einen Kadabra nicht anrennen kann, finde ich komisch. Warum sollte mich die Haut von Kadabra Schmerzen zufügen? Ebens spielt aktiv Temtem. Ebens Luma huntet in Temtem. Nicht Alphas, okay. Was? Achso, das brauche ich nicht mehr checken, verdammt! Komm, Abra, meine letzte Chance. Der Pomek geht doch nicht, bevor man das erste Pokémon hat. Um den RNG-Frame für Shiny Trasse zu finden, hätte ich für einen Versuch 4 Stunden im Game warten müssen. Weil jetzt bin ich verwirrt. Für Shiny Trassler musst du 4 Stunden im Frame warten? Ja?
Also hattest du deine Secret ID rausgefunden? Was ist jetzt das Problem? Deine Secret-ID, wenn du die Secret-ID nicht mit dem Pommel-Glitch machst, dann kannst du sie mit einem anderen Shiny rausfinden, aber wenn du es mit Startern machst, geht das ja auch nicht. Das heißt, du musst sie rausfinden, indem du deinen Safe-State anzapfst. Oh Gott, noch eins. Kadabra. Oder du machst es einfach nicht in Smaragd, sondern Diamant. Geht Pommeck ohne Mon? Ich verstehe nicht, Olli, was das Problem ist. Fehlt hier noch irgendwas? Jetzt weiß ich, welche Mons mir fehlen, weil ich alles aktualisiert habe. Und ich glaube, da könnte ich einmal kurz drüber fliegen. Ich habe gestern aufwendigst und ich habe auch... Oh, da ist eins. Nice. Okay. Bin mir gar nicht sicher, ob ich es brauche, aber ich glaube schon. Ich habe nochmal alle meine Shinies bin ich durchgegangen und habe nur die markiert auf Super Effective, die tatsächlich auch meine OT haben. Und da bin ich von 1100 Shinies auf 900 Shinies runtergedroppt. Aber wenigstens habe ich jetzt eine Liste, in der ich sehe, wenn mir etwas OT-mäßig noch fehlt. Und das fehlt mir nicht. Okay. Toll. Nein, das fehlt mir nicht. Okay. Ich hätte schwören können, Otero fehlt mir. Ah ne, ich bin in der falschen Liste. Warte. Oh mein Gott, nicht schon wieder ein Shiny Fail. Otero muss mir doch fehlen. Ja, Otero fehlt mir. Zwidronin, ich komme. Gibst du jetzt deine wertvollen Lumas her, McBosley? Endlich bekommt der Happens auch mal Shinies geschenkt. Sind die böse? Oh ne. Warum sind die so gechillt? Weil Samurai. Sogar ein großes. Nice. Tschüss. Erstmal Temtem runtersaugen. Hat, glaube ich, 4 GB. Ist, glaube ich, gar nicht so groß. GB? Okay. Dann habe ich das falsch im Kopf. Okay. Ich
will nur ein weibliches Abra. Beziehungsweise männlich oder weibliches Abra, weibliches Kadabra Simsala. Was ist Balatro? Es ist noch lange bis Legends Z bis A. Also, ich glaube, damit mache ich mir safe einen perfekten Legends Arceus Speicherstand, indem ich den Pokédex voll mache. Wie wenige sind das hier? Was ist da passiert? Brauche ich hier noch irgendwas? Brauche ich Starra Lily? Ich glaube, ich brauche Starra Lily in weiblich. Gott, warum brauche ich noch so viel? Ja, ich brauche zwei weibliche Starra Lilies. Okay. Was meine ich? Deswegen habe ich mir den Pokédex nochmal neu angelegt. Damit ich jetzt die Gelegenheit nutzen kann. Es ist nett, Seedrox, dass du Marco die Frage beantwortest, aber er ist nur ein kleines Kind, was uns ärgern möchte. Das wissen wir alle zu gut. Kartenspiel Roguelike? Okay. Achso, die laufen weg. Okay. Ich glaube, das dauert ein bisschen, bis sie weggelaufen sind. Das dauert mir zu lang. Wenn man es so macht. Nee, dann will ich aber safe. Bevor Legends Z rauskommt, mache ich mir hier einen perfekten Pokédex. Das wird ein Grind. Ein schöner Grind. Wie kommen die manchmal so unfassbar weit weg? Ohne zu flüchten. Okay, noch eins. Fliegende sind immer gemein. Mit dem Fang und sowas. Aber solange es nur einen Ball braucht, ist eigentlich alles immer easy. Geschenkt. Hast du noch nicht alle Einträge perfekt? Vorher habe ich in PLA gar nicht mit dem Shiny Hunter angefangen. Du willst mir sagen, du hast in Legends Arceus erst mit dem Shiny Hunter angefangen, als du jeden Pokédex-Eintrag perfekt hattest? Ja. Wie viele Shinies hast du gefunden, bis du den Pokédex-Eintrag perfekt hattest? Du musst doch allein 300 Shinies, knapp 100. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also hast du geshiny-hunted. Das ist komplett unnötig. Also dafür kann ich das jetzt noch machen. Oskli aus der Zukunft meinte, wenn ich... Ah. Okay. Was bist du? Geht es nicht beim Reiten? Oh, weiblich. Das brauche ich. Zack, bumm, so schnell geht das. Wenn ich dir jetzt Glück gebe, kriege ich meinen Sub. Du hast einen Sub. Du würdest keinen Sub kriegen, was meinst du? Nee, alle Einträge in das Spiel perfekt machen, ist krank. Ich glaube, das wird sehr frustreich. Oh, mein Nick hat vorhin 100 Bits gespendet. Da habe ich nichts gesagt. Dankeschön. Ist wahrscheinlich nicht mehr da, Nick. Dankeschön. Dahin. Yeah.
waren die kleinen? Du hast die Legis auch perfekt gemacht. Hä, ja, natürlich. Hä? Warum solltest du die dann nicht perfekt machen? Wir verstehen uns schon richtig. Ich habe gerade Angst, dass du nicht, dass du das falsche perfekt meinst. Es gibt Level 10 und perfekt. Warum solltest du die Legis nicht perfekt machen, Mann? Hat schon gelohnt. Zwei Shinies, die ich streng genommen noch brauche. Warum war dir ein weibliches wichtig? Weil ich das weibliche Shiny noch nicht habe. Viele machen es nicht, weil die ja Shiny Locked sind. Ich würde niemals... Also ich habe hier... Wenn ich hier gezielt etwas geshiny-hunted habe, wo ich wusste, dass es anstrengend wird, wie Simsala zum Beispiel, habe ich den Pokédex-Eintrag perfekt gemacht. Aber ich würde niemals alle perfekt machen, um zu shiny hunten. Bringt doch gar nichts. Aber alles perfekt machen ist natürlich geil. Deswegen finde ich seltsam, dass man dann die Legis weglassen würde. Alles ist wieder mein dummes Gehirn, was komische Ecken denkt. Level 10 war Hölle genug. Ah, es war ein Fest. Du machst quasi alle Shinies in allen Geschlechtern. Nein. Ich mache immer bei allem einen Formdex. Und Starlily hat verschiedene Formen. Es hat eine männliche Form und eine weibliche Form. Starlilys Stirn ist größer in männlich und kleiner in weiblich. Somit gibt es zwei verschiedene Starlilys. Deswegen suche ich auch immer noch Abra, weil Kadabra und Simsala haben auch unterschiedliche Formen, wenn sie männlich und weiblich sind. Gen 4 allein hat 31 Pokémon, die unterschiedlich aussehen, wenn sie ein anderes Geschlecht haben. In der Gen wurden Geschlechterunterschiede eingeführt. Also quasi hier. Es ist nicht Gen 4, aber es ist die Region von Gen 4, es sind die Pokémon von Gen 4. Im Englischen steht bei Umgestaltungsplan Redevelopment Plan, was auch eher für Wiederaufbau spricht. Redevelopment. Aber eigentlich gäbe es dann ein viel besseres Wort, wenn man sagen würde, dass es wieder aufgebaut werden soll. Rebuilding. Also wenn es zerstört vom Krieg ist, wäre es Rebuilding. Es ist komisch formuliert, auch dieses, dass es gleichzeitig released wird. So, hä, ja ach. Gleichzeitig mit was? Gleichzeitig auf der Welt? Ja, das macht aber keinen Sinn, das zu erwähnen, weil das ist Standard. Warum sagen sie das jetzt? Warum sagen sie das nicht bei Kamisin und Popo? Warum sagen sie das nicht bei jedem anderen Release von jedem anderen Spiel? Die haben das noch nie so formuliert. Deswegen sage ich ja simultaneously Punkt, Punkt, Punkt auf der Switch und auf der Switch 2. Wow. Wurden Kapu, BDSP und Legends Arceus nicht auch gleichzeitig released? Ja, jedes Pokémon-Spiel wird zu einer Uhrzeit released auf der ganzen Welt. Seit Gen 6 wahrscheinlich. Gen 6 war die erste Gen, wo man, glaube ich, Sprachen auswählen konnte am Anfang. Bei Gen 5 kann ich mir noch vorstellen, dass vielleicht Gen 5 in Japan
eine Woche früher rauskam oder sowas? Ach, vielleicht war das bei Gen 5 auch schon weltweit die gleiche Zeit. Seit Oras. Oras ist Gen 6. Oh ja, okay. XY hatte noch keine Sprache. Ich habe gestern mal meine Wireless-Mikrofone ausprobiert, die ich mir extra für das Video jetzt gekauft habe. Und ich glaube, das wird dieses Mal der größte Stress, dass ich den Sound schön kriege. Wie machen das die Leute? Dass sie einfach ihre Clips da sich hinklippen und dann klingt das alles geil. Wenn ich das mache, es klingt alles kacke. Und das wäre richtig scheiße, weil wenn der Sound kacke ist, muss ich alles nochmal aufnehmen. Mal gucken. Das ist erstmal ein Video sein, bei dem ich mich nicht selber höre. Weißt du, ob Shiny Hunt in Saphir einfacher ist als in Smaragd? Also, dass es Luck-based ist, im Gegensatz zu Smaragd, in dem es Frame-perfect sein muss? Du verstehst anscheinend dieses RNG-Manipulieren nicht. Das hatte ich im Video aber auch erklärt, dass es überhaupt keine Auswirkungen hat auf Shiny Hunten. Was willst du denn machen, Olli? Sag doch mal allgemein, was dein Ziel ist. Dann können wir drüber reden, was da vielleicht die coolste Methode ist. Willst du ein Spiel nur mit Shinies durchspielen und deswegen willst du Starter resetten? Was willst du im Leben? Also nein, in beiden Spielen, Saphir und Smaragd, ist die Chance 1 zu 8000. In beiden Spielen würdest du genauso viel Glück brauchen. Aber in Smaragd... Ich weiß nicht, wie man in Smaragd die Starter resettet. Vielleicht geht's gar nicht. Also gehen tut's auf jeden Fall, aber vielleicht kann der Frame mit so viel Pech so weit weg sein, dass du ihn nie erreichen kannst. Ich möchte ein Shiny Flamely, Trassler und Knilz vor dem ersten Orden. Why? Challenge machen Winnie Day und Dennis Yuki ja immer. Okay. So interessant. Wow. Erzähl mir mehr von anderen YouTubern. Geht ihr auch in andere Streams und redet über mich? Also, das könnt ihr gerne machen. Solange es positiv ist. Nein, ihr könnt auch negativ über mich reden in anderen Chats. Natürlich. Nein, tatsächlich finde ich das komisch, wenn ihr das machen würdet. Please don't. War ich jetzt hier schon? Nein. Shiny, Flamely, Trassler und Knilz vor dem ersten Orden. Und warum bist du jetzt auf einmal bei Saphir? Saphir ist Gen 3. Achso, Moment, Smaragd ist ja auch Gen 3. Ich Idiot. Ich bin die ganze Zeit bei Platin. Dann wirst du das Spiel starten und so lange resetten, bis du mit 1 zu 8000 ein Flamely kriegst. Was, glaube ich, in Smaragd schneller geht, weil dort der Anfang schneller geht, bis du den Starter auswählen kannst. Aber bei Smaragd hast du das Problem, dass die Frames immer wieder bei 0 anfangen und der Frame safe ist. Also es gibt einen sicheren Frame, also das Shiny ist vorprogrammiert. Und mit Sacken viel Pech kann es sein, dass du es nie erreichst. Und ich glaube, weil du kannst ja bei den Starter nicht flüchten. Du kannst den... Hast du jemals... Du musst auch nachforschen. Also hast du jemals schon auf YouTube
ein Video gesehen von jemandem, der in Smaragd einen Starter Geshiny resettet hat. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr dumm ist, das zu machen bei Smaragd. Deswegen würde ich das eher in Saphir machen. Man kann aber nicht auf deine Videos verweisen, ohne über dich zu reden. Aber ihr sollt keine Werbung von mir machen in anderen Streams. So was macht man nicht. Bin sehr enttäuscht, dass dieses Jahr einfach kein Pokémon-Game mehr kommt. Aber dafür nächstes Jahr Laserquaff. Ist gut. Aber dafür kriegen wir nächstes Jahr Laserquaff. Ach, ich habe übrigens gerade was getrunken. Dödlinger, wieso? Wieso denkst du das? Wieso denkst du, dass wir dieses Jahr kein Pokémon-Spiel kriegen? Erklär mir deinen Gedankenvorgang. Wo kommen die Gedanken her? Ich möchte verstehen, wie du auf die Idee kommst, dass der größte Franchise der Welt dieses Jahr kein Pokémon-Spiel rausbringt. Voll Laser, wie du abgehst. Sehr gut, Raot. Doppelte Odds. Er meinte keines, dass er spielen will. Ah. Tim hat's geschrieben, also muss es stimmen. Welcher Tim? Und wie war die Pokémon-Show? Die hätten sicher irgendwas gesagt. Nein, hätten sie nicht. Was laberst du? Das neue Ding ist doch die Laserfizierung. Es ist Februar. Februar 2 von 12. Weißt du, wie oft sie schon Pokémon-Spiele verkündet haben, die einen Monat später rausgekommen sind? Die können im Sommer ein Spiel verkünden, was im November rauskommt. Der Unterschied ist nur, es wird wahrscheinlich kein Spiel, das du willst. Aber es kann trotzdem sein, dass sie in 2 Monaten bei der nächsten Pokémon Presents einfach mal Schwarz und Weiß Remakes verkünden. Wie kommen die Leute auf die Idee, dass nur weil etwas am Pokémon Day verkündet wurde, dass das alles ist für das Jahr? Die meisten Sachen, die jemals verkündet wurden bei Pokémon, waren nicht beim Pokémon Day. Was logisch ist, denn es gibt 4-5 Mal eine Presents im Jahr. Oder 4-mal. 3-mal? 4-mal. 4-mal schon, oder? Ich habe für ein XD-Remake gebetet. Okay. Geboten. Ich habe safe mit was Krassem gerechnet, vor allem wegen dem Palworld-Hype. Ah! Auch du! Bitte offenbare uns dein Gehirn und erkläre uns, was in diesen Synapsen gerade vorgegangen ist, dass du das geschrieben hast. Genau, Marco. Das ist, ne? Deswegen verstehen Marco und ich uns so gut. Einfach Fakten auf den Tisch. Ich habe bekommen, was ich wollte, obwohl ich nicht mal wusste, dass ich es will. Exakt. Und so muss es sein.
Es war klar, dass die Gen 5 als Remake überspringen. Sag mal, hat man euch allen ins Gehirn geschissen? Jede Nachricht, die ich gerade lese, ist komplett gehirndumm. Sorry, ich pack das nicht. Es war klar, dass die Gen 5 als Remake überspringen. Wer sagt denn, dass die Gen 5 als Remake überspringen? Ich meine, ich sag nicht, dass es nicht so ist, aber du behauptest, dass es so ist. Wie kommst du auf die... Warum? Wer hat denn Gen 5 übersprungen? Ich kann nicht mehr. Das ist ja schlimmer als davor. Das war ein geiler Stream. Vor 3 Stunden hat noch jeder gewusst, dass ein Gen 5 Remake kommt. Ja. Oh, das ist Absicht, dass es dich triggert, vermutlich. Nein. War nur um dich zu triggern? Ja. Gehirndumm finde ich geil. Was ich wollte nicht Gehirn amputiert sagen, das klingt so viel gemeiner. Nein, ich reg mich nur künstlich auf. Denkt, was ihr wollt. Ich habe eh recht. Ich frage mich nur, warum es dann Legends heißt. Immerhin kommt mit Legends Z dann Gen 10. Also jetzt macht ihr es absichtlich. Jetzt machst du es absichtlich. Das ist so dumm, dass es absichtlich geschrieben sein muss. World of Chaos. Was hat denn jetzt Gen 10 mit Pokémon Legends zu tun? Ihr macht es absichtlich. Genau, Frank, exakt. Warum hat Legenden jetzt einfach Gen 2 übersprungen? Stimmt. Ja, Z ist gleich C. daran habe ich noch gar nicht gedacht. Z bis A ist 10 bis Anfang. Wir bekommen alle 10 Gens in einem und 10 rückwärts. Weißt du, Marco denkt noch komplexer. Z ist nah an X und X ist römisch für 10. Doch, Z heißt 10. Hallo. Was versteht ihr daran nicht? Z heißt 10. Dragon Ball 10. Oder Dragon Ball Zahn? Danke, World of Chaos, für deinen 3 Monate Sub. Dankeschön. Leute, nehmt alle nicht so ernst, was ich sage, ne? Aber hört auf, so dumm zu sein. Deswegen gibt es 10 Dragon Balls. Dragon Ball 10. Hallo, Madame Wunder. Ich vergesse dauernd, ob ich hier schon war oder ob ich gerade hier reingedroppt bin. Ich war hier schon. Nein, ich war hier noch nicht. Dödlinger, dankeschön für 4 Monate. Warum gebt ihr mir jetzt Geld, obwohl ich euch gerade gehirndumm genannt habe? Das wäre geil, so ein Stream, so wie Pulsmesser, nur für Blutdruck. Hab eine Switch und möchte Shiny Suicune hunten. Ich überlege mir statt LPSD lieber SWSH zu holen, aber spiele nicht mit Freunden zusammen. Sind dann Dynamax-Abenteuer wirklich für den Shiny Hunt zu empfehlen? Ja. Vor allem Suicune ist sehr einfach. Suicune kriegst du am Anfang ja geschenkt. Also, was heißt geschenkt? Suicune ist im Tutorial drin. Das heißt, du kannst dir direkt am Anfang das Shiny Suicune resetten. Suicune ist nicht schwer alleine zu machen. Das kannst du machen. Mit Schillerpin ist es dann 1 zu 100. Ohne Schillerpin 1 zu 300. Ich finde aber online wenig Infos dazu. Doch, das Internet ist voll mit Infos dazu.
Aber deswegen kannst du ja fragen, was willst du dazu noch wissen? Spiele erstmal Schwert und Schild, wenn du es noch nicht hast. Komm erstmal bis dahin. Wobei, du kommst relativ schnell dahin, aber du solltest schon wenigstens das Spiel spielen, oder? Wolltest du hier per DNS-Glitch? Bettenbaron, lesen. Es ging um Switch. Die Person hätte gerne ein Suicune auf der Switch. Und jetzt kommst du mit DNS-Glitch, um ein Shiny Suicune geschenkt zu kriegen. Was ist das denn für eine Lösung? Du willst ein Shiny Suicune? Kaum Pika-Hex aufmachen, reintippen und dann hast du es hier. Beste Lösung ever. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hä? Hab mir Schwertschild-DLC gekauft, aber nie gespielt. Beide. Der erste ist cringe, der zweite ist richtig cool. Der erste, die Story ist super zum Fremdschämen. Dakuma ist natürlich lustig, aber die Story ist schrecklich, finde ich, bei Rüstungsinsel. Aber die Schneelande sind ganz cool gemacht. Auch wenn Zwiebelmon auch ein bisschen cringe ist, wie es so redet. So ein Slapstick Legendary. Besser aber als Rüstungsinsel. Ich hoffe, es kommt dieses Jahr noch ein neues Schwert und Schild DLC. Ey, alles kann passieren. Ja, du musst beide DLCs haben. Es gibt nicht nur eins. Was ist Zwiebelmon? Auf Englisch ist es irgendwas mit Reggie. Rixi. Wie heißt es denn? Wie heißt Zwiebelmon? Royal. Rixi Royal. Hä, wie heißt es? Phantoros und Polaros. Calyrex ist das Englische, genau. Calyrex. Koronospa, genau. Koronospa, die Kronenknospe. Ich mag Koronospa. Der Trailer war sehr epic, fand ich. Wie Koronospa enthüllt wurde. Und sowas fehlt noch. Sowas fehlt immer noch. Wir brauchen irgendwie, wobei Koronospa hat keinen Film gehabt, aber das ist das Einzige, was mich verwundert, dass wir keinen Filmtrailer gekriegt haben für einen neuen Pokémon-Film. Aber vielleicht gibt's keinen Gen 9 Pokémon-Film. Vielleicht haben sie... Vielleicht ist dafür der Anime geiler. Das sind zwei verschiedene Teams, die Anime und Film machen wahrscheinlich. Was sagst du, Pokémon Present? Oh, ist ein Ding hier. Fuck. Grandios, großartig. Ich bin gespannt, was Sicko für Theorien hat. Sicko, was sind deine Theorien? Der Minifilm zum Orcha war gut? Ja, es war ein Trailer. Es war jetzt auch nicht kein Film. Aber haben wir das Mythical auch nicht lange vor dem Film bekommen? Hä? Brauche ich irgendwas? Nein. Doch, ich brauche tatsächlich Ponita. Mein Ponita, was ich habe, ist nicht von mir. Das Galoppa, das Geschenk habe ich zu Galoppa gemacht. Das Gubbel-Gubbel in Kitakami kam auch vor dem Film. Welcher Film denn? Es gibt ja keinen Film. In jeder Gen gibt es einen Pokémon-Film, in dem ein neues Pokémon vorkommt, das dann ins Spiel eingeführt wird. Und dieses Mal gibt es keinen Film. Letztes Mal gab es Sarut.
Was mache ich? Ich warte darauf, dass die alle hier... Er kommt ja noch ein Film. Jaha! Drehen uns im Kreis. Sarut fehlt mir. Hättest du mal einen Film geguckt. Ich habe den auch nicht. Wobei, ich habe ihn so ziemlich geguckt inzwischen, den Sarut-Film. Ich habe so viele Szenen daraus gesehen für die Betonung. Weil ich ewig lang in dem Film geguckt habe, wie man Sarut ausspricht, bis es irgendwann einer mal sagt. Und dann war es auch noch enttäuschend. Sarude. Hat eigentlich schon gern ein Remake gesehen, aber vielleicht lassen sie sich damit noch Zeit. Bin sehr gespannt auf 2025 und dem Legends Z und das neue Ultra Gacha. Ja, das Ding, das ist. Dieses TCG Gacha wird krass. Es ist aber auch so seltsam. Sie müssen das auch irgendwie verknüpfen mit dem bisherigen TCG. Warum gibt es dann zwei verschiedene Systeme? Wie kann man Sarut bekommen? Gar nicht. Jemand muss es dir schenken. Ho-Oh, Rayquaza, ist die Siegquote dann wohl eher zu niedrig? Das Einzige, was ich weiß, was sackenschwer ist, ist Sigard. Alle anderen sollten relativ gut gehen. Aber kann sein, dass Rayquaza und Ho-Oh, echt Ho-Oh, soll schwer sein? Naja, es gibt Real-Life-TCG, dann gibt es TCG Online von Pokémon und jetzt gibt es auch noch das quasi Gacha-TCG fürs Handy. Und im Moment kannst du das online ja verknüpfen, weil wenn du Karten kaufst, da ist dann ein Code dabei. Und dann kannst du Karten freischalten in deinem Online-Spiel, in der Online-Spielversion. Aber wie spielt da das ganze neue Gacha-TCG da mit rein? Ein Abra. Doppelte Runde Abra. Das ist jetzt mal eine doppelte Runde Abra. Da könnte ich eigentlich jetzt mal probieren, wie es wäre, wenn ich die in verschiedenen Kombinationen mal wegscheuche. Warum bin ich jetzt hier rausgekommen? Warum habe ich nicht einfach abgeworfen? Soll Galeo soll auch noch schwer sein. Okay, die Kombination von denen könnte ich noch ein bisschen ändern. Und dann könnten wir noch dieses Bonita abchecken. Ist es normal, dass Nintendo DS Lite auf eBay 450 Euro gehandelt wird? Ja, weil der DS Lite ist nicht sehr wertvoll. Es gibt verdammt viele davon im Umlauf. DS Lite 50 Euro kannst du locker ergattern. Ich glaube, meiner war 40 Euro.
Aber pass auch auf, die Slides sind auch gerne mal kaputt. Aber solange da steht, dass der funktionstüchtig ist. Weil ich habe meinen auf eBay gekauft für, ich glaube, 30. Und dann war der so kaputt, dass man es nicht spielen konnte. Und dann habe ich gesagt, ich behalte den. Aber für 10 Euro. Und hat dann mit 20 Euro zurückgegeben. Dann habe ich versucht, den zu reparieren. Und bin kläglich gescheitert und musste ihn komplett wegschmeißen, weil ich habe die Anschalttaste beim Reparieren kaputt gemacht. Was krass ist. Ich hätte ihn trotzdem noch behalten können. Weil man vielleicht einen Ersatz. Weil vielleicht Leute trotzdem die anderen Teile noch. Aber es war es mir dann nicht wert. Hallo? Keine Angst vor mir. Klassisch kaputt repariert. Ja, weil was mir noch nie passiert ist. Jetzt weiß ich, dass der Powerknopf von einem DS, der ist so zerbrechlich und so winzig. Und wenn da halt so ein kleiner Stift abbrecht, dann kannst du das Ding nicht mehr anmachen. Weil das ist diese Schiebetaste und die Schiebetaste hat einen winzigen kleinen Nubbel. Der Nubbel ist mir abgebrochen. Und der Nubbel aktiviert halt auf dem Board das ganze System. Und dann war ich frustriert. Wird Zeit für Pokémon Schwert und Schild. Gute Nachrichten, um nicht weiter auf Gen 2 auf der Switch spekulieren zu müssen. Gerne Bambule. War hier irgendwas? Achso, ich wollte jetzt mal schauen, ob ich die hier in einer anderen Reihenfolge machen kann. Schau ich deine Babys nicht. So, und jetzt sollten komplett andere Mons in der nächsten Runde kommen. Wann kommt Final Fantasy 7 am Freitag, oder? Schon krass. Ich fand, dass die zweite Demo war dann auf einmal doch sauschnell vorbei. Ich habe dann den Boss zuerst nicht geschafft und dann habe ich den Boss nochmal probiert. Und dann dachte ich, da geht es noch ewig weiter, aber das war's. Wahrscheinlich hätte man noch einiges erforschen können auf diesem. Aber so Open World war es dann doch nicht, wie ich gedacht hätte. Ich dachte, es ist viel Open Worldiger. So, ich glaube, ich gehe weiter, weil besiegen kann ich die Abras nicht wirklich. Wobei, ich könnte eins besiegen, ein paar besiegen. Ach, egal, ich ziehe weiter. Oh, Bambule, dankeschön. Dankeschön für deinen ersten Sub hier. Du bist jetzt ein Megabeitling, da kannst du voll stolz drauf sein. Soll ich nochmal runter? Nee.
Ich glaube, ich brauche noch einen Golbat. Brauche ich noch einen Golbat? Irgendwie ist es geil, dass ich jetzt wieder so viel brauche. Ich brauche noch ein männliches Golbat. Ich glaube, das Golbat, was ich hatte, war von Jesse. Oder Jenny. Ich habe Bad Golbat sogar perfekt im Pokédex. Das ist 1 zu 100 hier. Gimme, gimme, gimme. Ich wünschte so, dass die Zunge raushängen würde, so wie in Stadium. Oder in Stadium hängt, glaube ich, die Zunge von dem raus. Oh, wollt ihr was Creepyes hören? Wir haben uns sehr gewundert, aber wir haben die Lösung herausgefunden. Okay. Manchmal, also wenn ihr viel TikTok benutzt, kennt ihr das? Dann auf einmal wird einem so ein, da kommt so ein Screen, wo einem Leute vorgeschlagen werden, denen ihr folgen könnt. Die ihr angeblich kennt. Und tatsächlich, immer wenn dieser Screen kommt, wo einem Leute vorgeschlagen werden, kennt man die auch. Denke so, okay, kenne ich. So einfach so von wegen, hey, willst du die Person als Freund hinzufügen? Diese Person kennst du vielleicht. Bisher hat es immer gestimmt, dass ich die Leute kenne. Und es war meistens einfach so jemand wie Dito. Weißt du, irgendwie, dass halt auf meinem Handy die Verknüpfung halt da ist, dass ich Dito kenne und dann wird mir auch sein TikTok vorgeschlagen und sowas. Das ist alles logisch. Aber dann letztens kommt es wieder. Ich scroll durch TikTok auf und dann kommt dieser Screen wieder, wo steht Leute, die du kennen könntest. Und dann sind da einfach zweimal hintereinander. Also du kannst dann so durchblättern. Eine Arbeitskollegin von der Rosa. Und dann gehe ich eins weiter. Eine andere Arbeitskollegin von der Rosa. Und ich war so... How? Wie zum Teufel wissen die, dass ich die kenne? Woher weiß TikTok, dass ich die kenne? Ich habe noch nicht mal den WhatsApp-Kontakt von denen auf meinem Handy. Ich war noch nie und dann habe ich mit Rosa. Rosa war auch so. Hä? Ja, das ist sie doch, oder? Das ist doch die Arbeitskollegin. Oh Gott, was mache ich hier? Okay, ich muss neu starten. Ich kann neu starten, das war nix. Ja, Golbat hat auch früher immer eine Zunge gehabt. Eigentlich, es hat auch eine Zunge. Sie haben halt einfach das nicht mehr animiert, dass die Zunge raushängt. Weil du Rosa kennst, nehme ich an. Jaja, aber woher weiß TikTok, dass ich die Person kenne? Wie, weil TikTok weiß, dass du Rosa kennst? Aber Rosa benutzt kein TikTok. Rosa hat keinen TikTok-Account, keine TikTok-App, gar nichts. Das Einzige ist... Also ich dachte halt dann, okay, ich bin nicht in irgendeiner Gruppe, wo die auch einen Kontakt haben. Aber das wäre krass, weil dann würde TikTok auf WhatsApp zugreifen zum Beispiel. Weil ich habe die nicht als Handy drin, als Nummer, gar nichts. Und TikTok ist ja, gehört ja nicht zu Meta, gehört nicht zu sonst irgendwas. Also kann da eigentlich auch keine Verknüpfung drin sein. Dann der nächste Schritt war natürlich, haben wir vielleicht den Namen so oft gesagt und das TikTok hört mit. Was auch eine Sache ist, die nicht stimmt. Leute, euer Telefon hört nicht mit. Das ist immer das Erste, was man sich denkt, aber es gibt immer eine plausiblere Erklärung dafür tatsächlich. Und auch in diesem Fall gibt es eine plausible Erklärung. Und zwar hat letztens, habe ich Rosa ein TikTok gezeigt, was sie super lustig fand. Hat sie gesagt, schick mir das, ich will das meinen Arbeitskollegen schicken. Dann habe ich ihr das TikTok geschickt
Sie hat das TikTok ihren Arbeitskollegin geschickt und dieser ganze Prozess hat quasi eine Linie geschaffen von mir zu ihren Arbeitskollegen. Und schon ist die perfekte logische Erklärung da. Aber da auch erstmal Hut ab, TikTok, Respekt, dass ihr diese Linie zieht. Weil, ne, also da denkt dann TikTok, okay, der hat ein TikTok jemandem geschickt. Dieser jemand hat aber kein TikTok. Okay, ist schon mal raus. Und dann, aber die Person hat es wiederum weitergeschickt. Also kennst du die wahrscheinlich auch. Schlagen wir die mal vor. So funktioniert soziales Netzwerk, ja. Aber sofort denkst du halt an sowas wie, das Handy hört mit. Hört mit, aber es ist halt eine logische Abfolge von Kausalitäten, die hintereinander passiert und dann macht das sogar Sinn. Vielleicht wurden deine Daten auf dem Schwarzmarkt gehandelt, genau. Aber vermutlich nutzt ihr doch zu Hause das gleiche WLAN. Korrekt, und das ist ganz oft auch der Grund, warum du Werbung kriegst für etwas, was du laut gerade ausgesprochen hast oder sowas oder gesucht hast, dann kriegt jemand anderes Werbung dafür, weil es das gleiche WLAN ist, die gleiche IP ist, genau. Aber in dem Fall wäre das logisch gewesen, wenn Rosa TikTok gehabt hätte und sie hätte die Arbeitskollegen als Freunde drin gehabt. Aber Rosa hat nie TikTok aufgehabt. Rosa hat keine einzige Verknüpfung zu TikTok, außer das eine, was ich ihr geschickt habe. Aber trotzdem hat sie keinen TikTok-Account oder sowas. Sie hat keine Freunde, die weiterempfehlt werden könnten. Noch ein weibliches Starrelilly vielleicht? Servus und herzliche Grüße aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Hallo, Keck Thomas. Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Da. Lauf weg, hab Angst vor mir, habt Angst vor mir. Wie sie wegfliegen. Die erstmal springen sie, bevor ihre Flügel sich bewegen. Sieht irgendwie sehr lustig aus. Hier, spring mal. Die springen und dann erst bewegen sie die Flügel. Die krassesten Sprunggelenke haben die kleinen Vögel. Vögel sind bekannt dafür, dass sie gerne springen. Boing. Hau ab. Hau ab. Nieder mit denen. Mit den Niederbayern. Niemals. Bayern mag ganz Bayern. Außer die Franken. Hallo, hallo, hallo. Immer noch nicht alle weg? Kann überhaupt eine zweite Runde kommen bei den normalen Ausbrüchen? Ich glaube gar nicht. Egal. Nicht egal. Irgendwo ist noch eins. Sag mal. Da. Hopp. Nichts gegen die Franken. Ja, in Gen 1 war Golbert nur Zunge. Und ich glaube, in Pokémon Stadium 1 und 2 hat es auch so eine riesige Zunge am raushängen, während es geflogen ist. Und es gibt auch lustige Animationen, wo Golbert den Mund zumacht. Das sieht auch seltsam aus, weil das ist so ein ganz kleiner Kopf bloß.
Ich habe wenigstens zwei Mons, die quasi neu sind. Ich hätte immer noch gerne dieses wunderschöne Simsala. Aber umso länger Simsala sich Zeit lässt, desto eher kriege ich noch andere, die ich quasi brauche. Ich brauche sie nicht wirklich. Ich habe immer noch 1123 Shinies. Halt 900 gehören mir halt davon bloß. Aber es sind 900. Ihr habt immer gedacht, es wäre viel weniger. Aber so viele sind es gar nicht, die nicht mir gehören. Bloß, sagt er. Es sind halt mehr als 100 weniger. Bin gerade mal bei etwas über 200. Ja, anstrengend. Ran da. Vielleicht nicht nur in Kamsin und Purpur brüten. Ja, bei 550. Das ist doch alles voll krass, ey. Ihr dürft nicht vergessen, dass ich nichts anderes mache. Ich komme gerade von der Arbeit, habe Präsenz gesehen. Ist ja relativ viel Potenzial für Spekulationen zum neuen Spiel. Ja, und ich bin gespannt, was du für Theorien hast. Wir haben heute schon wilde gehört. 556 hast du. Nice. Kadabra, Ponita. Ich brauch sogar den kleinen Pampyro hier. Das Chalelos, was wir gestern gefangen haben, habe ich tatsächlich noch gebraucht. OT-mäßig. Ich habe eigentlich nur die Hoffnung, dass die verpasste Eventverteilung von AZ-Flirt endlich kommt. Ja, ich glaube, die Chancen stehen da nicht schlecht, dass das kommt. Aber ich will mich nicht drauf verlassen. Diese Attacken von denen sind manchmal so krasse Lenkraketen. Kann ich mir vorstellen, dass es um die Story um AZ geht? Naja, ich glaube, wenn, dann ist es Endgame-Story oder eine kleine Sidequest oder sowas. Die Hauptstory wird sein, eine neue Stadt aufzubauen. Ich glaube, ich brauche Pampyro. Ja, ich brauche sogar exakt Pampyro als einziges. Wie fandest du eigentlich die Pokémon Presents? Großartig. Einer der besten jemals. Einfach allein, weil diesmal zufällig, Betonung auf zufällig, nichts kam, was all die Idioten vorhergesehen haben. Oder hier ihre... Ach Gott, warte, ich kann nicht reden, während ich hier so krass jetzt... Warum sind hier so viele andere? Hier geht's um Pampyro. Pampyro Spotlight.
der Elite ausgedings? Nee. Alter. Drin. Oh Max, danke schön. Dankeschön, Max, für deinen ersten Prime. Dankeschön, dankeschön. Kann die mal drin bleiben? Sag mal. Warte, Bonita. Toll, jetzt habe ich keine Pokébälle mehr. Das macht keine Probleme, Hikaru, ist kein Problem. Das haben schon viele gefragt. Das kannst du machen, ohne Probleme. Es ist auch ein englisches Mew mit deiner OT, geht auch auf Bank und Home, gar kein Problem. Ich mochte die Pokémon Presents besonders deswegen, weil nichts von all den dummen Gerüchten drin vorkam, was wunderschön ein weiteres Mal beweist, dass man all diesen Leaks und Gerüchten davor niemals glauben sollte. Denn es sind einfach nur Leute, die Aufmerksamkeit wollen und einfach irgendeinen Bullshit erfinden, den sie persönlich am liebsten hätten. Beziehungsweise es kommt wahrscheinlich einfach daher, dass Leute ihre Wünsche äußern und andere Leute das dann falsch interpretieren. Aber es gibt auch viele, die ihr Lebensunterhalt so verdienen, indem sie falsche Sachen verbreiten, um so Klicks zu bekommen, um so Geld zu verdienen. Ich verstehe nicht ganz, wie man damit Geld verdienen kann. Weil jetzt ist die Glaubwürdigkeit halt komplett im Arsch und jedes YouTube-Video von denen, aber deswegen sind es auch meistens anonyme Menschen, die einfach dann einen anderen Account machen, mit einem anderen Namen, sodass man nicht mehr sagen kann, ah, das war der, der Scheiße gelabert hat, sondern es ist jemand Neues wieder. Oder? Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute... Weil du kannst damit nicht wirklich Kohle verdienen. Ich glaube, das ist einfach... Denen macht es Spaß? Ich weiß es nicht. Danke, Balthasar. Generiert halt Klicks. Ja, aber mit den Klicks kann man nicht wirklich Geld verdienen. Also zumindest nicht genug, dass ich... Ich finde, es lohnt sich halt nicht, weil die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass sie recht haben. Ich weiß es nicht. Ja, auch Riddler, also ich bin kein Fan von diesem Riddler-Coup, weil wenn du Riddles machst, kannst du die so machen, dass sie irgendwie immer stimmen. Weißt du, sagst, oh, keine Ahnung, da war irgendein krasses Beispiel, wo er was gesagt hat und dann war das so offensichtlich so, ja, genau das. Und dann ist das nicht passiert. Dann hat er danach gesagt, nee, nee, ich meinte das um die drei Ecken. Also, ach ja, okay, du meintest das um drei Ecken rum und so. Ah ja, dann stimmt's natürlich. Wenn du halt einen Riddle machst, dann kann es sein, dass es immer irgendwie hinzubiegen ist. Warum hat uns Pokémon Twitter eigentlich so krass mit Zekrom und Reshiram geteased? Haben sie nicht. Das ist in deinem Kopf passiert, weil du die Wunschvorstellung hast, dass Pokémon Schwarz-Weiß kommt, weswegen du in so einen Post so etwas reininterpretiert hast. Dabei postet Pokémon Twitter jeden Tag 5 Tweets mit einfach random coolen Animationen.
Du könntest jedes Mal sagen, oh mein Gott, aber dabei sind es von all den Tweets, die Pokémon macht, pickst du den einen raus und sagst dir, ja, das hätte ich gerne. Aber du denkst nicht an die anderen 99,9%, die auch was bedeuten könnten. Das ist es halt, die Leute haben Wunschvorstellungen und fokussieren sich dann auf Sachen, die nicht da sind. Hallo Runny. Ich bin gerade hier und muss jetzt dahin. Bye, Husky. Demon Slayer Film anschauen. Viel Spaß, Runny. Wer hätte gedacht, dass dieses Jahr wohl wirklich kein Spiel kommt? Warum glauben das so viele? Gibt es einen Menschen, der das da draußen verbreitet, dem alle gerade glauben? Oder kommen alle Leute Ich verstehe nicht, warum so viele Leute auf den Schluss kommen, dass es kein Pokémon-Spiel dieses Jahr geben wird. Warum kommen die Leute auf diesen Trugschluss? So viele vor allem. Warum? Es muss doch eine Person da draußen geben, die das verbreitet. Laser Quaffaff kommt. dann Hirplex brauche ich auch noch. Hier sind ein paar, die ich gebrauchen könnte. Was soll denn kommen? Das Jahr ist quasi vorbei. Ja. Weil die Leute keine Geduld haben. Ich meine, viele Spieleentwickler releasen auch Trailer 3 Jahre vor Release. Aber Nintendo war schon immer jemand, die selten. Ich glaube, Tears of the Kingdom Zelda ist etwas, was lange vorher verkündet wird. Aber ansonsten sind es meistens Releases, die spätestens ein Jahr später kommen und das sind dann riesige. Aber die meisten kommen wirklich ein paar Monate später einfach raus direkt. Pokémon haut doch jedes Jahr Müll raus, egal ob fertig oder nicht. Ich denke schon, dass was kommen wird, vor allem weil das Line-Up der Nintendo sonst wirklich total untergeht. Okay, aber gerade eben hast du gesagt, es ist traurig, dass dieses Jahr nichts mehr kommt von Pokémon. Wer hätte gedacht, dass dieses Jahr wohl wirklich kein Spiel kommt? Ach, du meintest bei der Pokémon Presents. Aber da ist bei der Pokémon Presents war ein Spiel. Ich bin verwirrt. Wie immer. Chimpep, Chimpep. Chimpep, Chimpep. Klein. Ich habe nichts gesagt, dass nichts kommt und dass nichts für 2024 angekommen ist bisher. Wenn man sich die letzten Jahre ansieht, ist wirklich jedes Jahr ein Spiel gekommen. Ja, ja, aber es ist erst Februar. Und da jedes Jahr ein Spiel gekommen ist, wird auch dieses Jahr ein Spiel kommen. Aber es ist halt erst Februar. Okay, euch brauche ich nicht.
Glaubst du, es kommt dieses Jahr noch irgendein Spiel? Ja. Februar ist schon vorbei. Ah, stimmt. Aber es ist Schaltjahr. Das heißt, Pokémon ist in Wirklichkeit nur 5 Jahre alt. Glaubst du, die haben vielleicht von der Pokémon Presents einen Trailer rausgeschnitten, damit wir die Glaubwürdigkeit aller Leaker anzweifeln? Das wäre so geil. Nee, ich glaube eher, dass sie extra Inkognito reingetan haben, damit alle sich freuen auf Gen 2 und dann ist X gekommen. Warum kündigen sie ein Spiel für 25 an, aber keins für 24? Das macht für mich keinen Sinn. Warum macht es für dich keinen Sinn? Ganz normale Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Es ist halt noch nichts fertig genug, was zu zeigen ist. Und warum sollen sie ihr Pulver verballern, wenn die Präsenz gut genug war? Wenn nichts geleakt ist, warum sollen sie dann ihr Pulver verschießen und einfach ein Spiel ankündigen? Wenn sie Legends ankündigen konnten. Für jedes Wenn und Aber gibt es tausend andere Wenn und Abers. Hallo, mein lieber Thais. Die drei Katzen nur für Sleep war auch fies. Da würde ich mich, wenn ich Sleep spielen würde, würde ich mich aufregen, dass die gestaffelt rauskommen und nicht auf einmal. Abracadabra, Bronzel brauche ich auch. Das ist ja hier ein Fest. Nach der Logik hätte GTA, was 2025 kommt, noch auch eins für 24 ankündigen müssen. Genau. Zu Weihnachten XY Remake. Ich würde mich wegwerfen vor Lachen. Dann würden sie wirklich Gen 5 überspringen und ich fände es so lustig. Aber das wäre schon, das wäre krass. Dark Souls. Achso, die braucht nur eins. Warum werfe ich die zwei die ganze Zeit? Das mit den Incognito haben die 100% eingebaut, um den WTF-Moment für Legends Z zu erhöhen. Ja, vor allem von Anfang an waren da Incognitos. Das ist großartig. Ich verstehe euren Gedanken gar nicht. Ne, du suchst einen Gedanken, der nicht da ist. Warum soll denn Pokémon sich an... Glaubst du wirklich, dass sie so einen Plan haben, wo die dann durch... Okay, die haben wahrscheinlich einen Plan, aber... Warum sollen... Hä? Du musst deinen Gedankengang erklären. Du tust so, als ob Trailer in chronologischer Reihenfolge rauskommen müssen. Das ist dein Argument. Trailer müssen in chronologischer Reihenfolge rauskommen. Jetzt wurde ein Trailer ist gerade rausgekommen für 2025. Also kann kein Trailer mehr für 2024 rauskommen. Wo ist da die Logik? Warum sollte das so sein? Es wird dieses System angewendet, dass Trailer chronologisch rauskommen müssen. Ich glaube, ich brauche sogar den.
Wenn der Gang ist, dass ich keine Ankündigung für ein Spiel 25 bringe, wenn ich dieses Jahr noch vorher ein Release, dann mache ich für das 24 Werbung. Nicht, wenn du noch nichts hast für 24. Nicht, wenn du mehr Hype auf 24 legen möchtest später im Jahr. Es gibt so viele Gründe, warum sie 24 noch nicht gezeigt haben. Es ist noch nicht fertig, es ist noch nicht präsentierbar. Sie wollen sich's aufheben, sie wollen kein... Das größte Argument ist, sie wollen kein Pulver verschießen. Der Punkt ist, wir können in dieses Unternehmen nicht reinschauen. Was dieses Mal noch mehr bewiesen ist, dass wir keine Ahnung haben. Das ist, was ich so daran mochte an der Präsenz. Wir haben keine Ahnung. Und jeder, der dauernd versucht, irgendwelche Logik reinzubauen, wurde dieses Mal so richtig von Kopf gestoßen, weil es gibt keine Logik. Es kann sein, dass kein Spiel rauskommt für dieses Jahr. Ich sage ja nur allgemein, hört auf, Sachen fest zu bestimmen, wenn wir null Infos dazu haben. Ich glaube, dieses Jahr kommt noch ein Spiel. Aber es kann auch sein, dass keins mehr kommt. Aber wenn Leute sagen, ah, ist so schade, dass dieses Jahr kein Spiel mehr kommt, so, hä? Woher hast du diese feste Annahme, dass dieses Jahr kein Spiel mehr kommt? Das Jahr hat erst angefangen. Gott, sind so viele hier gerade, die ich noch gebrauchen könnte. Red für dich. Ich wusste, dass Go ein Pikachu-Event bekommt. Okay. Genau, vielleicht weil Arceus einfach der größere Banger, der einem Pokémon Day mehr würdig ist, als ein mickriges Pokémon Pinball Remaster oder sowas. Ihr macht euch zu große Kopfschmerzen. Genau. Diese giftigen Magbies, warum sind die giftig? Lauf, kleines Magby, lauf. Übrigens, ich rede die ganze Zeit nur von Spielen. Dieses Jahr kommt kein Hauptspiel mehr. Das habe ich ja von Anfang an gesagt, dass die Pokémon Presents wahrscheinlich kein Hauptspiel verkünden wird. Ich rede von Pokémon-Spiel. Jedes Jahr hat ein Pokémon-Spiel. Und es kann auch sowas sein wie ein Remaster von Pokémon Pinball, Dungeons, was auch immer. Ich rede auch nur von Spielen, ja. Hallo Prani. Ja, haha. Was hast du dir gekauft, Prani? Einen Thermomix. Warum ist es erschöpft? Warum bist du erschöpft? Hat das psychisch an dir gezerrt, Geld auszugeben? Ein Pedelec? Oh mein Gott, was ist ein Pedelec? Das klingt wie Freeletic. Warum hat es gebonkt? Ah. Ein E-Bike, oh. Okay, okay. Ach, und deswegen bist du erschöpft, weil du das E-Bike gerade benutzt hast. Aber solltest du nicht
nicht erschöpft sein, wegen dem E-Bike. Könnt ihr mir einen Reiskocher empfehlen? Also wir haben immer noch den von Reishunger und der ist gut. Ich meine, das ist ein Standard-Reiskocher, auf dem einfach ein Reishunger-Aufkleber draufgeklebt wurde. Ich weiß nicht, wie viel der von Reishunger kostet. Ich glaube, ich habe alles. Ich finde den von Reishunger gut. Ja, ich glaube, guck einfach, was du ausgeben willst. Wenn, und dann, die sind alle. Das ist so ein simples System, wie ein Reiskocher funktioniert. Du kannst, ich glaube, du kannst schon für 30 Euro einen kriegen, mit dem du glücklich bist. Hast du noch einen Affiliate-Link? Nein, ich hatte, nee. Das war, glaube ich, nie ein Affiliate-Link. Das war irgendwas anderes. Topf besser als Reiskocher. Du hast anscheinend noch nie mit Reiskocher gekocht. Reiskocher ist, wenn du viel Reis isst, ist Reiskocher sowas von wichtig. Er wird besser, es ist einfacher, du musst nichts machen und im Topf kochen ist besser als mit Reiskocher. Mauri. Ich kann gehen. Hallo Watermoon. Reis ist ja auch Schmutz im Vergleich zu Nudeln oder Kartoffeln. Es ist ja nur das meistgegessene Essen der Welt. Das kann ja dann nur Schmutz sein. Es ist für all die, für die Plebs da unten. Mikrowellenreiskocher? Oh Gott, was ist daran anders? Geht es dann sauschnell? Bing! Ich liebe Reis. Hallo Danu. Ich liebe Milchreis. Ich liebe tatsächlich auch Milchreis, aber ich habe mir schon lange abgewöhnt, den zu essen. Aber ich könnte Milchreis auch ohne Ende essen. Mit so Schattenmorellen drauf. Oh. Zehn Minuten ist einfach nur so ein Plastiktopf mit zwei perforierten Deckeln. Mauri, hast du dich schon bei mir tiefstens entschuldigt, dass kein Gen 2 Spiel gekommen ist? Aber ich bin gespannt. Du hast bestimmt irgendwas im Hinterkopf hast du, was du jetzt mir reinbrettern kannst, dass du doch recht hattest. Es waren Inkognitos im Trailer. Mauri war sich auch so sicher, dass Gen 2 kommt. Ich freue mich so. Oh Gott, ich freue mich so. Das Jahr ist noch lang, hast du selbst gesagt. Du hast gesagt, die Pokémon Presents kommt Gen 2. Aber ja, okay. Thank you.
Ich sag's nochmal, das größte Indiz von all den Gerüchten und Leaks, die es gab, das größte Indiz, dass wir ein Schwarz und Weiß Remake bekommen, das hier. Und das war das am glaubwürdigste von allen, die jemals da draußen zu sehen waren. Von all den Gerüchten war das das glaubwürdigste. Aber selbst das, auf das konnten wir uns nicht verlassen. Schlicht Schweiß und schlicht Schwarz. Ah, lass mich in Ruhe. Ich bin froh, dass kein neues Let's Go kommt. Es wird nie ein neues Let's Go kommen. Pokémon Go ist jetzt erwachsen und groß genug. Wir brauchen kein Let's Go mehr. Und ich fand Gen 2 als nächstes realistischer als Gen 5 und da bleibe ich bei. Das werde ich nie verstehen, warum das realistischer sein soll. Moment, wo war ich? War ich jetzt hier schon? Oh Mann. Ich sollte mir angewöhnen, hier hin und da zurückzugehen. Das hatte ich mir mal angewöhnt. Das muss ich wieder machen. Bye, Jay. Hier hin und beim anderen zurück. Dann weiß ich immer, wo ich zurückgehe und wo ich hingehe. Und am Ende wurde es halt Gen 6. Ja. 5 plus 2 ist 6. Sieben. Nicht so, wie Pokémon rechnet. Aber danke, dass du mir Mathe beibringst. Ein Luxior wird nehme ich. Brauche ich nicht, aber nehme ich. Deswegen gesagt, es kam auch nur, da ich aktuell Gen 6 spiele, also bedankt euch bei mir. Ich werde dir nur wegen einer Sache unendlich danken, Mauri. Das ist das Shiny Shaman. Aber auch das habe ich in der Liste jetzt wieder abgekreuzt, entkreuzt, dekreuzt, demarkiert. Da es nicht meine OT hat. Aber das heißt nicht, dass du es zurückhaben kannst. Das ist meins, es gehört für immer mir. Du hast einen Rechenfelder-Fehler. 5 plus 2 minus zu viele Spekulationen. Ja, das wäre dann Gen 1 gewesen. Vielleicht minus 1 TCG. Minus 1 Pikachu. Warum war dieses Roboter-Pikachu erst einmal da? Ist es denen peinlich, weil alle sich drüber lustig gemacht haben und deswegen haben sie es nie wieder benutzt? Dieses Roboter-Pikachu, ich fand es cool. Aber es war nie wieder gesehen. Bin ich gerade ernsthaft wieder aus dem Bereich rausgegangen, obwohl das eins mit Massenauflauf war? Es ist so schwer zu wissen, wo man gerade ist. Ich bekomme bei Arceus den Dex nicht voll, ich habe erstmal aufgegeben. Warum gibst du auf bei so einem geilen Spiel?
Woran bist du gescheitert? Ich glaube nicht, dass es so wie in PLA wird mit dem Dex, weil hier war die Story, den Dex zu erschaffen. Und da ist die Story, eine Pokémon-Stadt aufzubauen. Vielleicht ist es ein Pokédex, aber halt wie ein Architekt-Pokédex, also so von wegen fange 10 Pokémon, die in das Haus einziehen oder fange 10 Machomai, damit sie das Haus bauen können, oder... Ich stelle mir das so vor, dass man dann so Pokémon auch, wie sagt man, anstellen kann, die dann für einen arbeiten und Häuser bauen und sowas. Du bist an der Geduld gescheitert. Okay. Nun. Man muss Bock haben, Pokémon zu sammeln. Ich kann mir vorstellen, dass es so ein, man hat keinen Pokédex, sondern einen Bauplan. Aber der Bauplan involviert auch Pokémon zu fangen, um die Stadt zu bauen oder zu bevölkern dann. Vielleicht ist das Bevölkern dann, gewisse zu fangen, damit alles voll wird, und das ist dann so das 100%. Ach, keine Ahnung. Aber es ist, man könnte viel draus machen. SimCity in Pokémon. Das dachte ich als erstes, als ich so das gesehen habe mit der Stadt aufbauen, dass es ein SimCity wird. Aber nee. Chicky Chan, Chicky Chan, Chicky Chicky Chan, Chan, Chicky Chan, Chicky Chan, Chicky Chicky Chan, Chan. Keine Ahnung, was du meinst, Spike. Wo ist der Auflauf? Hm? Wie schnell wird Evan weg? Dann hier, Plex. Ja, dass du so Pokémon einstellen musst an bestimmten Orten. Die musst du dann fangen gehen draußen und dann kannst du die dahin packen und dann machen sie dort. Sorgen sie dafür, dass Wasser immer da ist. Aber es ist ein bisschen, wobei im Anime und sowas sieht man das auch, wie Pokémon tatsächlich arbeiten für Unternehmen und sowas. Kann schon sein. So viel offen, so weit. Gott, manche sind aggro. Eriko hat wieder keine Ahnung. Blöder, blöder Eriko. Soll jetzt aufstehen? Okay. Für die Gesundheit.
Ein Arschgesundheit. Schwert und Schild konnte man seine Mons auch zum Arbeiten schicken. Da gab es doch diese Aufträge am PC für EP. Ja. Hat das irgendjemand jemals gemacht? Ich fand das so langweilig. Ich glaube, das gab es sogar in mehreren Spielen quasi so ähnlich. Klar gab gut EP. Okay, wir haben eine Person, die das jemals gemacht hat. Gut EP. In Schwert und Schild gut EP. Da gab es bessere Sachen, um gut EP zu kriegen. Ohne Ende. 999 EP-Bonbons. Einfach ausbuddeln. Gerade Lust bekommen, Yu-Gi-Oh! Duel Links zu zocken. So kann es nichts mit dem Legends Arceus Pokédex werden, wenn du auf einmal Lust hast, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Ohne Raids und ohne den Ausbuddeln-Kram? Hä, aber warum soll ich das weglassen, wenn ich EP will? Dann mache ich doch das, was am effektivsten ist. Ja, aber wenn du die 10 besten Sachen weglässt, dann ist das am besten. Ja, korrekt. Glückwunsch. Wenn man all die besseren Methoden weglässt, dann ist vielleicht das komische Pokémon wegschicken ganz gut. Beim ersten Durchspielen war es fürs Nebenbei-Leveln ganz nett. Okay. So, wir gehen hier hoch, dann weiß ich, ich muss weg. Ich habe nie am besten gesagt. Ich bin halt eine Mischung, ich brauche beim Gaming viel Abwechslung. So war ich früher auch. Jung. Und abwechslungsreich. Komm, Abra. Jung und ohne Shiny Dex. Dafür mit Trophäen ohne Ende. Damals habe ich im Schnitt, das kann man nachschauen. Ich kann das immer noch nachschauen. Damals habe ich im Schnitt irgendwie 2 Trophäen am Tag gemacht bei PlayStation. Warum?
Aber schon 2 Platin-Trophäen, oder? Ja, ja, ja. Ah, oh, da steht die. Ja, kein Arktilas. Langsam für heute. Ich mach noch einen. Ich guck noch einmal die Map an. Morgen kein Stream, dafür war heute Stream. Morgen nehme ich das Gen 4 Origin Dex Video auf. Irgendwie freue ich mich nicht drauf. Ich freue mich drauf, wenn das Video fertig ist. Aber ich freue mich nicht drauf, da morgen 4 Stunden vor der Kamera zu stehen und verzweifelt Sätze dauernd zu wiederholen, weil ich es nicht packe, sie auswendig aufzusagen. Alt, will ich hier sein? Ja, hier will ich sein. Komm, gib mir noch einen Ausbruch. Nope. Oh, Plipplup hätte ich gebraucht. Egal. Hattest du nicht den Teleprompter? Ich habe einen Teleprompter, ja, aber ich komme damit nicht klar. Das hört sich abgelesen dann. Das hört sich abgelesen an. Ich habe es letztes Mal probiert mit Gen 3. Vielleicht probiere ich es morgen auch nochmal. Aber, nee. Es ist super schwer, einen Teleprompter zu lesen. Und gleichzeitig nicht so zu klingen, dass man vorliest. Weil man liest vor. Und ich mache es ja extra, weil ich könnte ja auch mich nicht zeigen und einfach vorlesen. Aber ich will ja extra, dass es nicht so klingt, als würde ich vorlesen. Weil jeder, der Videos macht, die... Weil wo man vorliest, klingen vorgelesen. Was fein ist, ich gucke auch gerne solche Videos, aber ich will halt nicht vorgelesen klingen. Und ich klinge manchmal sogar trotzdem vorgelesen, finde ich. Weil ich den Satz schon so oft gesagt habe und beim 20. Mal klingt er wieder zu gut, zu richtig und dann klingt er wieder vorgelesen. Über macht den Meister? Nö, weil ich finde auch perfekte Nachrichtensprecher klingen vorgelesen. Ich will nicht so klingen. Jetzt zum Beispiel gerade. Was? Jetzt zum Beispiel kriege ich vorgelesen? Was? Aber ich lese nicht vor. Das kann gar nicht sein. Gutes Interactive Script. Mhm.
Dieses Schalellos verwirrt mich immer noch gestern. Warum war das auf einmal da? Am Abend. Aber nicht am Tag. Okay. Ich sortiere die ich habe, noch schnell in Home ein. Einfach weil es ein schönes Gefühl ist. Es ist draußen sogar noch hell. Es ist auch noch nicht so spät, aber es wird wieder heller draußen. Gott sei Dank. Arceus Bedisa sei Dank. Das heißt aber auch, dass Kinder wieder draußen spielen länger, wie jetzt gerade. Gott, ich sollte morgen früh aufstehen für das Video, weil wenn die von der Schule nach Hause kommen, kann ich das Video nicht aufnehmen. Es war schon so oft so, dass ich Videos nicht aufnehmen konnte und dann warten musste. Ich armer Mensch. Hier. Ich habe anscheinend Elite Pliprin. GG. Was hatten wir hier? Was ist das überhaupt? Ein Weibchen. Brauche ich ein weibliches Luxior? Moment, das ist ja normal. Wo bin ich denn gerade? Nope, sind alle von mir. Aber hier ein Sterali. Das ist jetzt meins. Und ein Otaro Gen 5. Oh ja, das war sogar aus Go. Sehr gut. Sehr gut ersetzt. Das war's schon.